ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen dort vor Ihren Geräten zu Hause zur diesjährigen DGMB Sustainability Challenge. In diesem Jahr nicht so, wie Sie es vielleicht vom letzten Jahr gewohnt sind, für alle diejenigen, die letztes Jahr dabei sind, live vor Ort auf einer Bühne mit einem direkten Voting, wo am Ende die Gewinner direkt feststehen, sondern Sie haben das alle mitbekommen, dass wir heute leider nicht in Stuttgart sein können, um die Veranstaltung dort durchzuführen, auf der Bühne mit einem neuen Finalisten. Gott sei Dank haben wir die technischen Möglichkeiten, dass wir das eben auch digital stattfinden lassen können. Mein Name ist Felix Jansen, ich leite bei der DGMB die Abteilung für PR-Kommunikation und Marketing und darf Sie heute ein bisschen durch das Programm führen. Mit vielen Shifts, mit Blick auf, wer gerade zu sehen ist in den Kameras, dass Sie bei den Präsentationen jeweils auch die Präsentierenden sehen. Zusätzlich zu den Slides, die wir haben in den Gesprächsrunden, komme ich dann eben entsprechend wieder mit dazu. Letztes Jahr, wie gesagt, hatten wir die schöne Gelegenheit, dass wir das noch alles live machen konnten. Das ist noch ein Bild von den Gewinnern aus dem letzten Jahr. Auch dort hatten wir es zum ersten Mal in diesen drei Kategorien auf dieser größeren Bühne gemacht, hatten drei tolle Gewinner, die wir letztes Jahr dort prämieren könnten, aber nicht nur drei tolle Gewinner, sondern wirklich auch sechs andere tolle Finalisten, die gezeigt haben, dass Innovation und der Bau- und Immobiliensektor doch zusammengehen können. Das ist ja jetzt nicht die Branche, die zwingend dafür bekannt ist, dass sie wahnsinnig innovativ ist, aber genau das ist auch die Idee, die wir mit dieser Sustainability Challenge haben, dass wir sichtbar machen, was heute schon möglich ist und das nicht nur direkt im unmittelbaren DGMB-Netzwerk, sondern darüber hinaus, weil auch da, wir haben 2200 Mitgliedsorganisationen und engagieren uns ganz viel, aber es gibt natürlich auch noch andere, die da aktiv sind. Und von daher diese Öffnung für all diejenigen, die meinen, dass da innovativ schon vieles passiert. Was ist bis hierhin passiert in diesem Jahr? Wir hatten Anfang des Jahres den Wettbewerb gestartet. Und bis Ende April konnte man sich bewerben. Wir hatten über 80 Einreichungen auch wieder in diesem Jahr, was uns wirklich sehr gefreut hat. Die meisten Einreichungen in der Kategorie Innovation. Und dann gab es im Mai einen Vorjurierungsprozess. Auch das ein bisschen eine Herausforderung, auch da, weil wir uns nicht live treffen konnten, hat aber gut funktioniert. Durchgeführt hat diese Vorauswahl unser Innovationsbeirat, der wirklich sehr interdisziplinär besetzt ist mit tollen Menschen, die einen guten Überblick darüber haben, was in der Branche passiert. Und rausgekommen ist genau das, was wir heute haben, nämlich drei Kategorien, neun Finalisten. In der Kategorie Forschung haben wir am Ende noch einen Sonderpreis für ein studentisches Projekt, was wir Ihnen heute aufstellen wollen. Und eben die Möglichkeit, heute diese Online-Live-Veranstaltung durchzuführen. Diese Live-Pitches von den Finalisten, weil das haben wir gemerkt im letzten Jahr, dass das Format wahnsinnig gut angekommen ist, dass sich die Bewerber hier in diesem Finale kurz in 6 bis 8 Minuten präsentieren können, auf den Punkt kommen müssen, um Ihnen darzustellen, warum ist das, was das Unternehmen, was hinter dem Forschungsprojekt steckt, wirklich innovativ, damit Sie danach sagen können, ja, wow, das hat mich interessiert, da möchte ich gerne mehr darüber erfahren. Wir werden nicht heute eine finale Entscheidung haben, wer die Gewinner von der Sustainability Challenge sind, sondern haben heute im Laufe des Tages schon auf unserem Blog eine Seite freigeschaltet, wo Sie dann im Nachgang auch abstimmen können und sagen können, wer pro Kategorie Ihr Finalist ist. Am 21. September werden wir den Tag der Nachhaltigkeit in Stuttgart nachholen und dort eben dann auch die Gewinner bekannt geben. So viel vom Drumherum. Was passiert konkret heute? Wir haben in den nächsten 3 Stunden uns ein bisschen was vorgenommen. Hoffen, dass wir zwischen den einzelnen Slots auch zumindest ein klein bisschen Zeit zum Luft holen und zum was trinken haben. Das heißt, jetzt fangen wir an mit der Kategorie Startup, wo es jeweils dann 3 Pitches gibt von den 3 Finalisten, die noch dabei sind. Jeweils 6 bis 8 Minuten eine Präsentation. Dann die Möglichkeit, eine Frage-Antwort-Runde mit den einzelnen Finalisten zu haben, bevor es am Ende nochmal eine kurze Gesprächsrunde mit jeweils 2 Vertretern aus dem Innovationsbeirat gibt, die noch mal ein bisschen Einblicke geben, warum die 3 und warum nicht vielleicht andere. Und ganz zum Ende wollen wir mit Ihnen so ein bisschen ein Stimmungsbild machen. Das heißt, da werden wir Ihnen live die Frage stellen, wer wäre Ihr Favorit in der Kategorie, damit wir hier auch mit zum Stimmungsbild aus dem Tag oder aus den Kategorien jeweils rausgehen. So, starten wir mit der Kategorie Startup. 3 Finalisten haben wir. Das ist zum einen aus Hamburg die Firma Breeze Technologies, aus Nürnberg die Firma Energie Plus Konzept und aus Italien, aus der Region Piemont, haben wir den Finalisten Risers. Und für den ersten Pitch,
darf ich jetzt den Robert Heinecke. Robert Heinecke ist Mitgründer und CEO von einem Startup aus Hamburg. Können Sie auch erleben auf der Website. Von Ihnen gibt es auch ein kurzes Image-Intro-Video, wo Sie sich entsprechend vorstellen. Dann starten jetzt Ihre 6 Minuten. Ich schalte mich mit dem Bildschirm weg und komme dann nach dem Vortrag wieder dazu. Viel Spaß. Wunderbar. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die Einladung. Ich versuche einmal, mir dieses GoToWebinar hier auch wegzudrücken. Ich bin Robert Heinecke, einer der Gründer und Geschäftsführer bei Breeze Technologies. Wir sind ein Startup aus Hamburg und wir haben die Mission, Städten, Unternehmen und anderen Organisationen dabei zu helfen, ihre Umwelt lebenswerter zu gestalten. Wir haben uns mittlerweile zu einem der Technologieführer im Bereich Luftqualität, Sensorik, Daten und Analytik entwickelt, um genau dieses Ziel zu erreichen. Luftverschmutzung ist die größte Umweltgefahr unserer Zeit. Das sagen nicht nur wir, das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation. Eine große Herausforderung, weswegen wir heute noch zu wenig tun gegen das Thema Luftverschmutzung, ist, dass wir viel zu wenig Daten haben, um überhaupt sinnvoll über Maßnahmen zu entscheiden. Heute ist es so, wir haben diese großen grünen Luftmesscontainer am Straßenrand stehen. Die kennen Sie vielleicht manchmal, wenn Sie durch die Stadt fahren. Sie sehen, die sind sehr groß, also die nehmen so viel Platz weg wie ein Auto. Gleichzeitig sind sie aber auch extrem hart zu operieren und sehr aufwendig und komplex im Betrieb. Also solche Messcontainer müssen teilweise wöchentlich angefahren werden. Und zusätzlich kosten sie die Stadt auch noch viel Geld. Ein Messcontainer kann durchaus mal mehrere Hunderttausend bis Millionen kosten, je nach Ausstattung. Da kommt dann schon einiges zusammen. Und das ist auch der Grund, weswegen selbst große Städte wie Hamburg, wo wir sitzen, mit 1,8 Millionen Einwohnern, sich nur sehr wenige von diesen Luftmessstationen leisten. Hamburg hat 15, Freiburg zum Vergleich hat eine Messstation. Und auf dieser Basis wird über Luftreinhaltepläne und Luftreinhaltemaßnahmen, wie zum Beispiel Dieselfahrverbote, entschieden. Und das funktioniert natürlich nur bedingt. Genau das wollen wir ändern als Breeze Technologies. Und deswegen haben wir kleine, kostengünstige Luftqualitätssensoren entwickelt, die sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden können. Unsere Sensoren erfassen dabei alle Parameter, die von diesen klassischen Luftmessstationen auch gemessen werden, also Dinge wie Stickoxide, Feinstaub, Ozon, Ammoniak, aber auch exotische Parameter, wie zum Beispiel Schwefeldioxid aus der Schifffahrt. Und dabei sind sie 50.000 Mal kleiner und 1.000 Mal günstiger als die bisherigen Lösungen. Der Clou dabei ist, dass wir die ganze Komplexität der bisherigen Sensorik, nämlich Kalibrierung, Plausibilitätsprüfung und Co., von der einzelnen Messstation, vom Sensor hin zur Cloud in die Software verlagert haben. Und deswegen können wir eben unsere Sensoren deutlich kleiner und günstiger herstellen. Wir haben dennoch bewiesen in Referenzstudien, dass die Datenqualität annähernd genauso gut wie die von den großen Messstationen, also haben hier im Vergleich zum Beispiel eine 95-prozentige Übereinstimmung der Messstation erreicht mit den existierenden öffentlichen Messnetzen. Und das erlaubt es uns wirklich erstmals flächendeckend Luftdaten aus unserem Stadtgebiet zu sammeln, um dann auch sinnvoll über Handlungen und Maßnahmen nachzudenken. Das ist es also genau, was wir tun als Breeze Technologies. Wir liefern einmal kleine, kostengünstige Luftqualitätssensoren, flächendeckende Daten. Diese Daten fließen auch in eine zentrale Cloud-Plattform ein, wo sie dann auch für unsere Kunden und Partner zur Verfügung stehen. Und dort werten wir diese Daten dann auch in Echtzeit aus. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir liefern nicht nur Daten, sondern wir liefern auch konkrete Lösungen. Wir haben einen Katalog von über 3.500 Luftreinhaltemaßnahmen aufgebaut, die wir dann empfehlen auf Basis der gesammelten Daten und auf Basis von anderen Parameterdaten. Hier sehen wir, wie das Ganze aussieht. Links im Screenshot haben wir hier das Geoinformationssystem, wo die Daten abrufbar sind. Wir haben auch ein öffentliches Bürgerportal, wo Bürger sich informieren können über die aktuelle Luftqualität. Das ist für unsere städtischen Kunden immer optional, das zu nutzen. Auf der rechten Seite sehen Sie dann, wie unsere Profi-Nutzer dann mit den Daten auch interagieren. Und hier in der Mitte auf diesem iPad haben wir nochmal so ein Kommunikationstool, wie wir das auch zum Beispiel für Facility Manager anbieten. Wir machen das Ganze nicht nur draußen im Stadtgebiet, sondern auch drinnen innerhalb von Gebäuden. Und das kann dann zum Beispiel von Firmen benutzt werden, um auch gegenüber ihren Mitarbeitern zu kommunizieren, hey, wir kümmern uns um die Luftqualität an deinem Arbeitsplatz oder wir kümmern uns um die Luftqualität von dem Gebäude, das du gerade nutzt. Die Luftreinhaltemaßnahmen, die wir anbieten, sind wirklich breit gefächert. Da kann ich auch Sie aus dem DGNB nur einladen, wenn Sie konkrete Projekte und Maßnahmen haben, die dazu beitragen können, Schadstoff entweder Emissionen oder die Emissionen im Stadtgebiet zu reduzieren
kontaktieren Sie uns. Wir haben auch ein Formular auf unserer Website. Wenn Sie White Paper haben, zum Beispiel darüber, wie viel Prozent Schadstoffemissionspotenzial, Reduktionspotenzial dort ist, können wir solche Maßnahmen auch ganz konkret unseren Kunden empfehlen. Auf der anderen Seite, wenn Sie Projekte haben, wo Sie eben über das Thema Luftqualität nachdenken, können wir auch hier helfen, die Luftqualität nachhaltig zu verbessern. Das sind Dinge wie Moos- und Algenwände, Brustbeschleunigungsprogramme, die Stadtreinigung häufiger durchfahren zu lassen, aber eben auch Dinge wie photokatalytische Wandbeschichtung und spezielle Bepflanzungen in Bürogebäuden. Daten haben noch viele andere Implikationen. Wir sprechen zum Beispiel mit Real Estate Investoren, die auf Basis der gesammelten Luftdaten und eben dann Luftqualitätskarten Investmententscheidungen treffen wollen. Wir denken nach über Sport-Apps, die einem die gesündeste Laufroute auf Basis der aktuellen Position in der Stadt und der gewünschten Lauflänge liefern. Da sind der Fantasie wirklich kaum Grenzen gesetzt. Das Ganze ist natürlich auch, das passt perfekt zusammen zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. In 3 von den 17 Sustainable Development Goals ist Luftqualität explizit genannt. Zu nahezu allen anderen hat das Thema aber auch Verbindung. Wir arbeiten heute bereits mit vielen verschiedenen Unternehmen zusammen. Also Sie sehen einige Technologieunternehmen, wie zum Beispiel Microsoft. Wir arbeiten aber auch mit Stadtverwaltungen direkt. Also für Neckarsulm, Moers und Hennef betreiben wir zum Beispiel auch die Luftmessnetze, haben aber auch größere internationale öffentliche Auftragnehmer, wie zum Beispiel die Europäische Kommission mit ihrem Joint Research Center oder eben aber auch das Department of Homeland Security in den USA. Oder aber auch Forschungseinrichtungen wie die HCU und NGOs wieder nach. Auf ein Projekt möchte ich noch mal etwas näher eingehen. Mit unserem Partner Microsoft zusammen haben wir in Hamburg das dichteste Luftmessnetz der Welt aufgebaut. Und da untersuchen wir ganz konkret auch, wie der Verkehrsfluss sich zum Beispiel auf die ganz hochlokale Luftqualität in den einzelnen Straßen, in den einzelnen Blöcken des Stadtgebietes sich auswirkt. Wenn Sie also aus einem dieser 3 Verticals sind, also wenn Sie etwas mit Stadtverwaltung zu tun haben, wenn Sie sich mit Industriegebieten oder Industrieansiedlungen beschäftigen oder aber auch wenn Sie für Unternehmen, größere Unternehmen, nachhaltige Büroflächen oder eben andere kommerziell genutzte Flächen gestalten, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir sind da immer offen, auch in diesem Bereich zu helfen. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Industrie. Auch da ist es so, dass wir mit größeren Industrieunternehmen zusammenarbeiten und unsere Sensoren quasi ringförmig um die Industriegelände aufbauen, um dann auf der Basis auch zu helfen, die Emissionen zu überwachen und im Zweifel auch zu machen. Es gibt uns seit 2015, seit 2018 sind wir auch profitabel, also nicht mehr ganz so groß das Risiko, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Wir haben aktuell Kunden aus 8 Ländern, sind 12 Mitarbeiter, wie gesagt, in Hamburg. Und wenn das Thema für Sie spannend ist, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt kann man virtuell natürlich schwierig applaudieren. Insofern sind Sie jetzt auf mein Feedback so ein bisschen angewiesen. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Super spannendes Thema. Luftqualität begleitet die DGNB ja eigentlich auch schon seit der Anfangsstunde und ist ja auch ein K.O.-Kriterium, die Messung der Innenraumluftqualität bei der Gebäudezertifizierung. Insofern passt es gut zusammen ans Publikum. Gerne, bitte, wenn Sie Fragen haben, gerne im Bedienpanel ergänzen. Ich hätte eine Frage, und zwar 3.500 Luftreinhaltemaßnahmen. Das klingt zum einen ja auch wahnsinnig viel, beziehungsweise eine Doppelfrage dazu. Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen Beispiele geben. Und zum anderen, wenn Sie gesagt haben, man kann jetzt Beispiele mit reingeben, wie sicher machen Sie die Qualitätssicherung, dass da im Grunde genommen nicht irgendwelche Industriepartner was reingeben und sagen, das ist ein tolles Produkt und das empfehlen Sie dann? Ja, also das ist wirklich, also 3.500 Maßnahmen sind auch gar nicht mehr menschlich beherrschbar und genau deswegen, wir sehen uns weniger als Hardwareunternehmen, auch wenn wir Sensorik herstellen, sondern wir sind eher ein Softwareunternehmen, insbesondere mit Fokus auf künstliche Intelligenz. Und wir benutzen eben die vielen Daten, die wir bei uns in der Cloud liegen haben, von unseren eigenen Sensoren, von öffentlichen Messstationen, viele Stadtkatasterdaten, die Performance-Daten von Gebäuden, um daraus eben Handlungsempfehlungen zu generieren. Also ein paar Beispiele habe ich ja schon genannt. Ganz klassisch Luft-B- und Entfeuchter oder Luftreiniger können natürlich auch helfen, die Luftqualität zu verbessern innerhalb von Gebäuden. Dann ist natürlich viel auch noch mit HVAC-Systemen, also die Belüftungsanlagen. Sind die Filter zum Beispiel gereinigt? Gibt es überhaupt Filter? Wie häufig werden die gewechselt? Ist die Belüftungsanlage richtig eingestellt? Also wird die richtige Luftmenge überhaupt in die richtigen Gebäudeteile geblasen?
und so weiter und so fort. Wir haben auch teilweise Projekte, wo es dann eher um Geruchsbelastung geht. Also gerade wenn man über neuartige Innovationsspaces spricht, die dann auf ehemaligen Industriegebieten eingesetzt werden oder aufgebaut werden, wo es vielleicht vorher auch Belastungen gab, wo es dann auch ein entsprechendes Monitoring geben soll. Auch da durch die breite Abdeckung von Parametern, die wir messen, können wir eben auch da helfen. Und das ist vielleicht auch was uns so von den bisherigen Ansätzen unterscheidet, dass wir eben nicht nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 und vielleicht noch flüchtige organische Verbindungen uns anschauen, sondern wirklich nach WHO-Empfehlungen das gesamte Spektrum an Luftqualität überwachen. Und genau, ich glaube, Sie hatten noch einen zweiten Teil der Frage. Können Sie mich daran nochmal erinnern? Das ist dann im Grunde genommen die Input von extern kriegen. Das ist jetzt also die Fragen nach Moos oder Ähnlichem auch mit reingeworfen haben. Wie machen Sie der Qualitätssicherung? Genau, also wir sehen eben innerhalb der Projekte, die wir dann durchführen, viele verschiedene Herausforderungen teilweise dann bei unseren Kunden mit verschiedenen Parametern oder mit verschiedenen Konstellationen an Gebäuden. Manchmal gehört ihnen das Gebäude, manchmal sind sie nur Mieter. Dann können sie baulich auch wenig verändern. Und wir suchen dann immer so nach dem Best Fit an Maßnahmen, die wir da empfehlen können. Und wie gesagt, wir haben schon einiges an Maßnahmen in unserem Katalog. Wir sind auch offen, den zu erweitern. Wie wir da üblicherweise vorgehen ist, Sie finden auf unserer Website unten links, wenn Sie runterscrollen, unter Lösung finden Sie dann ein Formular, auf das Sie gehen können, wo Sie Ihre Maßnahmen auch eintragen können. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bringen schon mit ein White Paper oder eine Studie von einer unabhängigen Forschungseinrichtung, wie zum Beispiel Fraunhofer, die Ihnen zertifiziert haben, wie viel Emissionsreduktionspotenzial Sie haben. Dann können wir sowas direkt unseren Kunden empfehlen, falls das nicht der Fall sein sollte. Das heißt, falls Sie noch nicht unabhängig nachgewiesen haben, wie viel besser die Luftqualität mit Ihrer Lösung wird, dann haben wir die Möglichkeit, in Pilotstudien mit den Kunden, die von uns, die dafür bereit sind, sowas durchzuführen. Und dann ist es normalerweise so, dass der jeweilige Partner dann seine Lösung kostenfrei in dem Rahmen zur Verfügung stellt und wir dann eben mit unserer Sensorik auch in der Lage sind zu überwachen, in dem Gebäudeteil zum Beispiel, um wie viel Prozent verbessert sich denn die Luftqualität. Und im Idealfall hat dann der Partner, der eben eine Verbesserungslösung mitbringt, auch direkt was schwarz auf weiß, was die Performance letztendlich der Lösung auch war in diesem Gebäude. Okay, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns am Ende nochmal wieder, wenn es um die finale Abstimmung hier in der Runde geht. Und dann machen wir weiter mit der Firma Energie Plus Konzept und dem Volker Stockinger. Volker Stockinger ist ein geschäftsführender Gesellschafter der Energie Plus Konzept GmbH in Nürnberg und zusätzlich Professor für energiegerechtes Bauen und Gebäudetechnik an der TH in Nürnberg. Also insofern verstehen Sie was von Ihrem Fach. Sie kriegen auch 6+x Minuten und dürfen jetzt loslegen. Ja, dann auch von mir ein Hallo aus Nürnberg in die ganze Welt oder zumindest ganz Deutschland, wobei Italien haben wir auch dabei, haben wir ja schon gehört. Ja, ich bin der Gründer der Energie Plus Konzept GmbH. Wir haben uns 2018 gegründet und beschäftigen uns im Schwerpunkt mit Energiekonzepten im Bereich der Wärmewende. Deswegen freut es uns auch sehr, dass wir die DGMB Sustainability Challenge unter den letzten drei sind. Das sind ja alles sehr, sehr tolle Unternehmen. Und da freuen wir uns wirklich sehr drüber, um eben vor allem Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigen, der kalten Nahwärme, um da nochmal etwas mehr das Thema bekannt zu machen und in den Fokus zu rücken. Das ist mein kleines Team. Wir sind mittlerweile 8 Leute, Tendenz wachsend. Das Thema Energiekonzepte für Siedlungen und Quartiere, wo wir uns bewegen, also eher so im Bereich bis zu 1500 Wohneinheiten. Da haben wir ein großes Projekt hier im oberfränkischen Raum, also hier in Bayern. Wir sind aber auch in ganz Deutschland unterwegs. Im Moment so um die 6 bis 8 größeren Projekte, wo wir Studien dafür durchgeführt haben, die jetzt dann auch in die Umsetzung gehen. Und das ist mein kleines Team, mit dem ich das machen darf. Warum das ganze Thema? Das kennen viele von Ihnen wahrscheinlich. Das ist, wie sich die Temperatur verändert im Mittel an den verschiedenen Orten. Und wir merken schon, der menschgemachte Klimawandel, jeder, der ihn jetzt noch leugnet, hat es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Aber auf jeden Fall, es wird immer wärmer und das CO2, was wir in die Atmosphäre blasen, ist ein Riesenproblem. Da kann man auch Grease dann sehr gut einsetzen, um das nachzuweisen. Auf jeden Fall ist es der Punkt, dass wir hier ein ganz, ganz, ganz großes Problem haben, das auf uns zukommt. Wenn wir uns das anschauen, wie schaut es mit den erneuerbaren Energien in Deutschland aus?
dann sind die Zahlen, was den Strom betrifft, eigentlich sehr erfreulich. Corona hat uns sogar gezeigt, dass wir jetzt schon über 50% Erneuerbare haben können, wenn eben der Bedarf entsprechend runtergeht. Aber man sieht schon, von 2010 bis 2020 sind wir von 17% auf 42% hochgegangen mit den Erneuerbaren im Stromsektor. Unser Ziel bis 2020 waren 35%. Das heißt, wir sind da auf einem sehr guten Weg mit dem Strom. Bei der Wärme sieht es ein bisschen anders aus. Da sind wir von 2010 bis 2020, ja, ich würde mal sagen, fast auf dem gleichen Level geblieben. Und am Ende des Tages sollen wir aber bis 2050 ja klimaneutrale Gebäude haben. Das heißt, wir sollten eigentlich bei 100% erneuerbarer Energie sein. Und da haben wir noch einen sehr weiten Weg. Auf der anderen Seite zeigt uns aber auch das, was in den letzten 10 Jahren im Stromsektor passiert ist, dass wir im Wärmesektor da auf alle Fälle eine Chance haben, das zu machen. Auch der Ausstieg aus der Kohle und so weiter, das sind alles wichtige Themen, die gerade auf uns da einstürmen in dem Bereich. Und ich würde schon sagen, die Luftverschmutzung ist uns schon gesagt worden, ist ein sehr wichtiger Punkt, aber natürlich ist der Klimawandel und das ganze Thema der erneuerbaren Energien und die Energiewende, die das Thema ja unter anderem mit einschließt, auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir uns jetzt anschauen, es gibt eine Agora-Studie, die uns zeigt, wie wir da hinkommen können. 2015 waren wir noch massiv von fossilen Energien geprägt und da haben die Wärmenetze und Wärmepumpen, vor allem Wärmepumpen, waren eigentlich vernachlässigbar am Markt. Mittlerweile merkt man schon, wie die Wärmepumpen massiv am Markt ansteigen. Also wir müssen auf jeden Fall bis 2030 nochmal ordentlich Energie einsparen, von 730 auf 550 Terawattstunden in Deutschland. Aber vor allem das Thema der Wärmenetze, in dem Fall vor allem primär dekarbonisierte Wärmenetze, also auch wie gehen wir mit den Wärmenetzen um, die aktuell an Kohlekraftwerken und Ähnlichem dranhängen, und Wärmepumpen. Die müssen die in der Zukunft immer mehr kommen. Also die Agora-Studie sagt irgendwas zwischen 5 bis 6 Millionen Wärmepumpen brauchen wir im Markt, und da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit weg davon. Wie kriegen wir das hin? Ein kaltes Nahwärmenetz spielt sozusagen die Vorteile eines Netzes, also einer netzgebundenen Energieversorgung, zusammen mit der Nutzung von oberflächennaher Geothermie, dem Beispiel Erdkollektoren, große Kollektorfelder, wie wir es jetzt zum Beispiel in Bad Nauheim schon umgesetzt haben, unter einer Ackerfläche, um dort dann eben Wärme und Kälte für die Wohngebäude zur Verfügung zu stellen, die damit Wärmepumpen eben auf Heizenergiewärme oder auf eben zum Trinkwarmwasser bereiten erzeugt werden. Gleichzeitig, da dieses kalte Nahwärmenetz ja aber auf Erdreichtemperaturen betrieben wird, keine Wärmeverluste, und kann gleichzeitig auch Kühlenergie für passive Kühlung zur Verfügung stellen, wo wir zum Beispiel ein Rechenzentrum kühlen können oder auch die Gebäude kühlen können. Und gleichzeitig darstellen für eben die Beheizung der Gebäude oder eben das Thema Trinkwarmwasserbereitung. Warum kalte Nahwärme? Es ist so, früher in Altbausiedlungen hatte man sehr hohen Wärmebedarf, auch über das ganze Jahr. Man hatte nur eine kurze Zeit im Sommer, wo man gar keine Heizwärme benötigt hat. Trinkwarmwasser auf jeden Fall schon immer. Und dann hatte man eben Verteilverluste, die in einem Bereich von 15 bis 20% bei 90 bis 100 gradiger Vorlauftemperatur waren für den Altbau. Das ging. Also das war in einem Bereich, wo man sagt, da spielt die zentrale Wärmeerzeugung große Vorteile aus gegenüber den der verkaufbaren Energiemenge. Wenn man sich aber eine Neubausiedlung anschaut, gehen die Heizwärmebedarfe massiv nach unten, und auch der Zeitraum im Sommer, wo man nur noch Trinkwarmwasser benötigt, wird immer länger. Das heißt, die Pause wird auch länger. Natürlich werden auch die Verteilverluste in der Neubausiedlung etwas geringer, weil man eben nur noch 70 Grad Vorlauf braucht, wenn man eben mit 60 Grad Trinkwarmwasser bereiten möchte. Aber dennoch sind wir jetzt in dem Bereich, wo die Verteilverluste irgendwas zwischen 1/3 und 50% des Gesamtwärmebedarfs, der dann bei den Leuten ankommt, nochmal obendrauf liefert. Und da sind die Erzeugungsverluste noch gar nicht mit dabei. Und das ist jetzt das Problem, Neubausiedlungen jetzt mit solchen Netzen zu versorgen. Und bei einer kalten Nahwärme ist es so, dass aus Wärmeverlusten Wärmegewinne werden. Das heißt, sie decken schon einen guten Anteil mit ab von unserem Wärmebedarf. Wenn man sich das dann anschaut, wenn man das mit anderen Systemen vergleicht, also Öl und Gas, da liegen wir bei 250 bis 350 Kilowattstunden CO2-Verbrauch pro Kilowattstunde. Wenn Sie eine Wärmepumpe erdgekoppelt mit Netzstrom betreiben, sind Sie bei 100. Und wenn Sie da noch erneuerbaren Strom einsetzen, wo wir uns ja immer mehr hinbewegen, kommen wir irgendwann zu 0 Gramm pro Kilowattstunde. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass man mit solchen gekoppelten Wärmepumpen
im Winter eben heizen kann und im Sommer kühlen und das mit einer Arbeitszahl nicht wie eine Kältemaschine von 3, sondern von 40, weil sie nur noch eine kleine Pumpe betreiben. Wenn wir uns das anschauen, uns ist es immer so, wir haben immer so im Kopf, wir kriegen die Erde irgendwie von unseren Eltern, aber es ist leider nicht so, sondern wir haben es von unseren Kindern geliehen bekommen. Und da blase ich jetzt ins selbe Horn wie jeder andere, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir sollten da schon darauf achten, dass wir da uns nicht irgendwann großen Diskussionen aussetzen müssen mit unseren Kindern. Ja, unser Motto ist, bleiben Sie neugierig von Energie-Plus-Konzept. Das heißt, wir machen es so wie, das haben wir schon immer so gemacht, gibt es bei uns nicht, sondern wir setzen uns wirklich mit jedem Konzept auseinander, was auch wirklich große Konzepte sind. Wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 3000 Tonnen CO2 mit den Konzepten eingespart im Vergleich zu konventionellen Systemen. Das kann sich schon sehen lassen, dass das uns erst 1,5 Jahre gibt und wir sind da massiv unterwegs in dem Bereich und das Thema der kalten Nahwärme noch deutlich weiter voranzubringen. Jetzt sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Vielen Dank. Auch da wieder virtueller Applaus. Wer ist jetzt der typische Kunde von Ihnen? Also wer wendet sich an Sie, um die Konzepte im Endeffekt in der Praxis umzusetzen? Sie hatten am Anfang gesagt, Sie haben Projekte, dann machen Sie Studien und dann kommen Sie in die Umsetzung. Aber wer bezahlt Sie? Bezahlen tun uns primär im Schwerpunkt Stadtwerke, die jetzt gerade auf dem Weg sind, sozusagen, was ich schon gesagt habe, mit der Problematik, dass sie Neubaugebiete nicht mehr mit konventioneller Wärme versorgen können. Auch Gasnetze werden immer weniger oder eigentlich gar nicht mehr in Neubaugebiete gelegt, weil einfach die Anschlussquoten nicht mehr erreicht werden, die bräuchten, um die Gasnetze zu betreiben. Und die sind auf der Suche nach neuen Konzepten. Und da spielt kalte Nahwärme immer eine große Rolle. Wir haben jetzt einige größere Projekte. In Bad Nauheim gibt es ein großes kaltes Nahwärmenetz, wo wir beteiligt sind, in Schleswig, in Neustadt. Es gibt mehrere Projekte, wo wir da dran sind und wo die Stadtwerke sich auch miteinander und untereinander unterhalten und die suchen eine neue Lösung. Und die Stadtwerke sind definitiv einer der Big Player, was das Thema der Energiewende betrifft, weil da halt ganz, ganz viele Kunden zusammenlaufen. Und wenn halt Neubaugebiete von vornherein mit erneuerbaren Energien erschlossen werden, dann haben wir nicht das Problem mit der Diskussion mit jedem einzelnen Hausbesitzer, sondern wenn die komplette Energieerzeugung oder Wärmeversorgung auf Erneuerbare schon umgestellt ist, dann haben wir da entsprechend eben ja eigentlich das Ziel, was wir 2050 haben, schon erreicht. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt, die Gebäude, die wir jetzt bauen, die werden 2050 Bestandsgebäude sein. Das heißt, wir können uns jetzt 2049 da Gedanken drüber machen, sondern müssen uns die Gedanken eben jetzt mit jedem Neubauprojekt machen. Und da spielen Stadtwerke eine ganz große Rolle. Wir haben auch Projektentwickler, die mit uns zusammenarbeiten, die sagen, sie wollen sich erst noch den Energieversorger suchen und wollen aber von vornherein sicher gehen, dass sie ein innovatives Konzept mit einem Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien haben. Auch die arbeiten da mit uns zusammen. Okay, für diesen Shift, also dieses Shift hin zur Quartiersdenke, das kommt ja an vielen Stellen immer mal auf. Was sagen Sie, wie weit sind wir da und was sind so die wichtigsten Treiber, die es braucht, um da wirklich den entscheidenden Schritt vorwärts zu kommen? Also ich glaube, dass wir, was das Quartiersdenken betrifft, immer, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich würde immer die Forschung da heranziehen. Das ist immer ganz spannend. Die Forschung gibt uns eigentlich immer so ein bisschen den Weg vor. Und vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, wie ich so angefangen habe, 10, 15 Jahren, da war so das Thema Plusenergie im Einfamilienhausbereich, war ein ganz großes Forschungsthema. Und da hat man schon gesehen, wenn Sie jetzt zu Fertighausherstellern gehen, das kriegen Sie jetzt von der Stange, Plusenergiehäuser im kleinen Bereich. Siedlungs- und Quartierskonzepte, das ist so vor 5 bis 10 Jahren aufgekommen. Ich war dabei ein paar von den Projekten bei den ersten, die durfte ich auch mit begleiten als Wissenschaftler. Und da hat man schon gemerkt, okay, jetzt geht es in die Richtung und der Markt braucht immer so 5 bis 10 Jahre, bis die Forschungsergebnisse dort ankommen. Und das ist unter anderem auch ein Ziel mit der Energie-Plus-Konzept, dass wir das mal ein bisschen beschleunigen, dass praktisch, es gibt wahnsinnig viel Wissen an Hochschulen und Universitäten in Deutschland, dass das auch wirklich bei den Praktikern ankommt, weil sie haben schon gesagt, am Ende muss es ja umgesetzt werden. Und das ist ein wichtiger Punkt und das sehen wir als unsere Aufgabe. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber da darf schon noch mal ein bisschen Geschwindigkeit dazukommen, auf jeden Fall. Eine letzte Frage von der Frau Schuster, die von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, hier eine Frage einzustellen. Sie mal fragt, ob neben den Stadtwerken auch die Gemeinden Kunden von Ihnen sind.
Ja, auch. Also wir haben auch schon mal für eine Gemeinde ein kaltes Nahwärmenetz entwickelt. Genau eben das, was ich vorher gesagt habe, wie beim Projektentwickler. Die haben ganz klar gesagt, sie wollen für ihr Neubaugebiet was Innovatives, was Nachhaltiges und wollten sich noch nicht an ein Stadtwerk binden, sondern wollten dann eben auch die Freiheit haben, sich das jeweilige Stadtwerk oder den jeweiligen Energieversorger, es gibt ja auch Energieversorger, die nicht Stadtwerke sind, eben raussuchen zu können. Also da sind wir auch, da werden wir sehr viel angefragt von Kommunen, die da auf uns zukommen und eben sagen, Mensch, wir wollen erst das Konzept und dann den Versorger haben. Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank. Auch Sie schalten am Ende noch mal kurz wieder dazu. Dann kommen wir zum dritten und letzten Finalisten aus der Kategorie Startup. And therefore, I need to switch to English because we have one participant coming from Italy, from Adorno Misa in the Piemont region. And they have none of their team speaking German, so therefore, Alessio, who is the co-founder and CTO of RiseHouse, and Katharina, the project manager at RiseHouse, will join us. Thank you. Thank you. RiseHouse is a startup born in northern Italy, and we tackle the problem that buildings are responsible for 40% of energy consumption, generate 39% of CO2 emission, and one-third of all waste. What is more, according to the sick building syndrome, 40% of the materials used in the construction are hazardous. Located in the area where 90% of the Italian rice is produced, every autumn we saw that the rice fields were burned and in order to dismantle the rice straw. We started to talk with the local farmers and the local rice processing factories and to study how this problem can become a source of value. We found out that from every hectare of rice field, we produce 7 tons of eatable rice and 10 tons of residues that need to be dismantled yearly. In these byproducts of the rice cultivation, we saw an opportunity. The creation of 100% natural construction materials that create the entire house. A wholesome and performant house that derived from the nature and at the end of its service life return to the nature in a circular way, a rice house. The opportunity of the rice residues is enormous because rice is the most consumed food on the planet. It grows on all 5 continents in more than 130 countries. Considering that Italy is the biggest producer of rice in Europe, every year we cultivate around 230,000 hectares of rice fields. From the residues from that cultivation, we can create around 15 billion square million square meters of buildings. So our company creates different materials that compose the entire house, starting from straw and husk insulation materials. We have clay-based and lime-based plasters, finishes, different typologies of screeds, and different panels that can be used for internal and external use. The technical advantages of our products are various. They have high thermal insulation performance, high inertia to fire, and high durability. The finishings have very good aesthetic advantages. And from social point of view, we create new economies in local fragile areas, and we raise awareness. Last but not least, our materials are very easy to pose using the traditional construction techniques. All materials of the company are 100% natural. They derive from a short supply chain. And the raw materials that we use, they derive from the field and can be used not only in the architecture, but also in the design and the fashion field. And at the end of their service life, they can be used in order to create energy or to create a compost. We're aligned with 8 of the 17 UN SDGs. And our business model is constantly divulgating the replication
our philosophy in more than 130 countries where rice is present. Rice House is a focal point between farmers, rice processing factories, transformers, and commercial partners that commercialize for us or the single building product or the entire prefabricated house under the brand Resorsa. The company was founded in 2016. In 2019, we have already 15 products on the market, and we have submitted 2 European patents. What is more, we constructed 16 houses Resorsa in the Italian territory. Currently, we are constructing the first Resorsa house in Switzerland. Regarding Resorsa, is a brand for a zero energy house with low environmental impact that combines all advantages of rice house products. Under the brand Resorsa, we have different stratigraphies. For example, the stratigraphy that we see here is an external one with a medium transmittance of 0.096 and a thermal lag of 24 hours. We have also different horizontal stratigraphies that are highly performant and wholesome. As we can see here, the Resorsa projects that we have constructed, they're not similar to the one of the story Three Little Pigs. All our buildings are designed according to the contemporary construction requirements. Last but not least, we are working also in the innovation field, and we have created a material that is based for the 3D printing prefabrication technology. And with this material, we have printed together with the industrial partner the first 3D printed house with 100% natural materials. We are exploring also the printing of architectural elements and design objects. This is the team. Most of us, we are architects, and all products that we create derive from a real necessity of the construction site. Real necessity from the construction site. All of us, we would like to live in a rice house. What about you? Thank you. Thank you very much. So all of us would live in a rice house, at least the one you showed us at the very end looked like a rice house. The other ones, I'm not sure. So maybe first question, how much rice is in the houses you presented before in the where we have the different projects being shown? So how much rice are actually in it? How much in terms of the quantity? What parts of the buildings are at least produced? Yes, we have basically in almost all Resorsa house, we use all our materials. We have an insulation material, usually on the external side of the building. We have different finishes. We use also in the new construction, we use the rice straw as a base module of the insulation. So it's basically the core of the building. And also the screed, so basically the all stratigraphy that compose the entire house. In general terms, I think that is all the non-structural part of the houses is realized by rice residues. Only the structure, in the cases you see, you have seen in the pitch, is realized with wood as a structural part. Okay, so there's a question from the audience. It's of course, focusing on fire protection. So, how can you guarantee, or can you use your products for each type of buildings, or are there limitations in the EU? Okay, well, as regard fire and seismic protection is, we can say that is inside the normative part, so we can. Use is we have just make tests, and we can see that
for the straw, for example, that is for our material the most dangerous for fire, for example, is quite 1 hour 20 minutes delay for so is for the European normatives is inside the regulation. So the other products are a mixing design starting from clay or lime, so the fire resistance is very high. So it's the A class for all the products. How about competitors? So as you put in your application, we're quite interesting to see that there is an Italian startup with a product where the raw material more comes from other parts of the world. So how about competitors and why from Italy and not from China or anywhere else? Yes, well, for competitors, we believe that up to now there are no companies that work with rice residues just like we do, because all the other experience in the world made it with rice residues, for example, for China or Thailand, there are some companies that use rice, but they have as a binder for the recipes of the products. They use polymers, petrochemical and chemicals materials that bind the raw material. So the our approach is 100% natural. So we compose rice with only with natural materials such as hemites and clay or lime or for example geopolymers in composition. So the difference, the big difference with other competitor is the complete natural composition of the product. Okay, so thank you very much. We'll see you later when we have the final chat, and now switch back to German. Okay, thank you. Dankeschön. Würde ich die drei Finalisten bitten, nochmal mit dazuzukommen. So, und jetzt an alle, die dabei sind. Ich starte jetzt eine Kurzumfrage. Das heißt, Sie kriegen jetzt ein Pop-up-Fenster auf, wo Sie sagen können, wer ist Ihr Favorit? Es ist, wie gesagt, nicht bindend, was das Endergebnis angeht. Das heißt, jeder, der jetzt hier absteht, muss im Nachgang nochmal auch tatsächlich bei uns auf den Blog gehen und dann nochmal für den Favoriten eben entsprechend abstimmen. Jetzt sind 30 Sekunden rum. Ich schließe das Ganze und zeige Ihnen auch das Ergebnis. Und das ist ein sehr knappes Ergebnis. Das ist so ein bisschen das, wie wir es beim letzten Jahr auch hatten, dass wir merken, auch in der Breite, die das Thema einnimmt, dass es einfach wahnsinnig gut einzelne Themen dort auch ankommen, dass es da keinen gibt, der wahnsinnig rausragt. Insofern herzlichen Glückwunsch für das sozusagen Gewinnen für den Live-Pitch am Breeze Technologies. Aber Sie sehen alle drei oder alle vier in dem Fall, sehen, dass auch Ihre Themen total gut ankommen. Die Breite und auch im Endeffekt die Leute sind aus dem Netzwerk, die sich das Ganze anschauen. Das ermutigt Sie auch alle miteinander. Also blog.dgmb.de und da im Bereich Sustainability Challenge kann man ab sofort für die drei voten. Jetzt geht es eine Kategorie weiter zu Innovation. Da haben wir nach Unternehmen gesucht, die mit ihren Service- oder Produktinnovationen einen wesentlichen Beitrag zur Circular Economy oder zum Klimaschutz suchen. Auch da wieder hatten wir eine Vorauswahl. Das war die Kategorie mit den deutlich meisten Bewerbungen. So, fangen wir an mit Interpanel, die akustisch wirksame Klimaleuchte. Da darf ich begrüßen den Gründer und Geschäftsführer, Alexander Hof, Interpanel aus Crossem in Thüringen. So, was ich Ihnen heute präsentiere, ist die Interpanel. Wir stellen oder sind Hersteller und Systemanbieter der neuen Generation Klimadecke. Das ist ein modular vorgefertigtes System, was alle wesentlichen raumklimatischen Faktoren, Heizen, Kühlen, Akustik und Licht, mit einer vorgefertigten Lösung bedient bzw. erfüllt. Mein Name ist Alexander Buff, ich bin Gründer, Geschäftsführer und Erfinder quasi von Interpanel. Und wir haben uns auch den Aspekt der Raumkühlung und Beheizung
fokussiert, beziehungsweise das ist eines der wichtigen Themen in Zukunft. Wir haben es vorhin schon auch gehört, gerade im Bereich kalte Nahwärmenetze, der Kühlbedarf, Kühl- und Heizbedarf, aber insbesondere eben der Kühlbedarf wird in Zukunft exponentiell wachsen, insbesondere im globalen Kontext. Derzeit werden schon über 10% des globalen Stromverbrauchs alleine für die Raumkühlung aufgewendet. Und in einigen Ländern wird bis zu 70% der Gebäudeenergie alleine nur für die Raumkühlung aufgewendet. Und das geht so weit, dass bis 2050 der Kühlenergiebedarf den Heizenergiebedarf übersteigen wird. Nun, prinzipiell gibt es zwei Technologien, um Räume zu klimatisieren. Das eine ist über die Luft, das andere über Flächenkühlsysteme. Und gerade hier in Deutschland sehen wir da auch eine klare Entwicklung. Das heißt, zum Beispiel, letztens hat ein Planerarzt zu mir gesagt, Berlin wird bis 2050 das Klima von Toulouse haben. Das heißt, derzeitigen Hitzetage von 10 pro Jahr, also Tage mit über 30 Grad, auf bis 40 oder 50 steigen werden. Wie gerade schon erwähnt, prinzipiell gibt es zwei Technologien der Raumklimatisierung oder Raumkühlung. Das eine Prinzip funktioniert über die Luft. Problem ist nur, dass bis zu 60% der Nutzer in klimatisierten Gebäuden unzufrieden sind. Wir haben vorhin das auch schon gehört, gerade Luftqualität spielt hier eine wesentliche Rolle, aber natürlich auch die Keimübertragung, Wartungskosten und eine Vorbehalte oder Inakzeptanz von luftbasierten Klimasystemen, insbesondere wenn die zur Volllastkühlung eingesetzt werden. Eine andere Technologie, um Räume zu kühlen, ist die Flächenkühlung, zum Beispiel über Kühldecken. Und es funktioniert so, dass die Oberflächen abgekühlt werden und die Wärmestrahlung im Wesentlichen aus dem Raum durch die Oberfläche abgekühlt oder aufgenommen wird. Problem ist hier, dass insbesondere im Sommer und Zusammenspiel mit natürlicher Lüftung 0% Kühlleistung bei Taupunktabschaltung ist. Das heißt, das Klima oder die Wärmeabfuhr kann nicht, insbesondere bei spürbarem Wetter, gesichert werden. Das wird oft kompensiert durch eine sehr hohe belegte Fläche, was aber im Bau zu relativ hohen Kosten, eine Komplexität und Komplexität führt. Und dennoch ist die Kombination mit natürlicher Lüftung nicht möglich oder nur sehr schwer möglich. Nun, was machen wir? Wir haben im Prinzip uns nicht nur um die Kühlung und Beheizung eine neuartige Technologie gekümmert, sondern wir integrieren zusätzlich auch noch die komplette arbeitsstättenkonforme Beleuchtung in Tageslichtqualität als auch eine hohe akustische Absorption. Das heißt, mit dem vorgefertigten Deckensegel erhält man 4 Raumklimalösungen in einem System. Und unser Alleinstellungsmerkmal ist es, das weltweit erste Kühldeckensystem ist, ohne eine Taupunktabschaltung. Das heißt, selbst wenn die Elemente dauerhaft unterhalb der Taupunkttemperatur der Umgebungsluft betrieben werden, was bei normalen Systemen zur Abschaltung führen würde, passiert hier nicht. Und wir können diese Systeme eben permanent auch dann weiter betreiben und so ein zuverlässiges Raumklima gewährleisten. Und das kommt als modular vorgefertigte Komplettlösung. Wir haben da verschiedene Produktvarianten, also Klimaleuchte, Klimapanel, im Unterschied die Beleuchtungskomponente, als auch eine Akustikleuchte mit einzigartigen technischen Merkmalen. Das heißt, die Kühlung kann bis zu 130 oder 140 Watt pro Quadratmeter abführen, was auch in diesem Aspekt keine Wünsche mehr offen lässt. Moderne Gebäude haben einen relativ geringen Heizbedarf, sodass eben über Wärmepumpen, also Niedertemperaturwärme und Kälte, dort der Wärme- und Heizbedarf sicher abgedeckt werden kann. Die akustische Absorption ist extrem hoch oder sehr hoch, sodass dort die Sprachverständlichkeit in Räumen auch verbessert wird. Und das Licht, wie gesagt, als modernes Lichtsystem zwischen 3.000 und 6.000 Kelvin einstellbar und mit einem hohen Farbwiedergabeindex, um wirklich eine natürliche Beleuchtung zu gewährleisten. Was uns besonders wichtig ist oder was in den Projekten besonders zu tragen kommt, ist die Integration. Das heißt, es müssen nicht mehr separate Lösungen, zum Beispiel die Heizkörper, eine separate Klimaanlage, Akustikdeckensegel und Stehleuchten zum Beispiel verplant werden, sondern es kondensiert sich im Prinzip auf eine Lösung, die getrennt vom Baukörper auch komplett mit umgezogen werden kann und so auch einen extrem langen Lebenszyklus gewährleistet, selbst im Umnutzungsfall oder wenn zum Beispiel beim Mieterwechsel die Lösung nicht mehr gewünscht ist.
erspart natürlich unheimlich Koordinations- und Organisationskosten. Weitere Systemvorteile in den einzelnen Parteien, mit welchen wir wesentlich zusammenarbeiten, das ist natürlich der Nutzer, der ein komplett zugluftfreies System erhält, weil die gleichen Grundprinzipien oder Vorteile, die für Kühldecken gelten, auch für unsere Systeme gelten, als auch die komplette Keim- und Wartungsfreiheit. Das heißt, keine Störungen im Prozess und keine Bedenken, dass irgendwo Keime über versteckte Register potenziell entstehen können. Und der Bauherr freut sich natürlich über eine ökologische Lösung, die komplett recycelt werden kann, als auch die Bauzeitenreduktion durch den modularen Vorfertigungsgrad. Der Planer und Architekt kann natürlich ein hoch ansprechendes Design realisieren mit geringer Schnittstellenkoordination. Hier zum Beispiel ein Beispielprojekt. ABB-Architekten in Düsseldorf im Zentrum der Stadt haben wir eine Aufstockung ausgerüstet, des Architekturbüros hier zu sehen in diesem Bereich. Und dort haben wir jetzt Messwerte erhalten vom letzten Sommer 2019 und die Energiekosten für die Temperierung der Büros, das heißt Raumtemperaturen immer unter 26 Grad oder eher 24,5 bis 25 Grad gewährleisten, bei ungefähr 30 bis 40 Cent pro Monat, pro Quadratmeter Lagen. Das heißt, ca. 1 bis 1,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter des 250 Quadratmeter großen Büros in Holzhybridbauweise im Dachgeschoss. Der Produktivitätsgewinn, da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man das bewerten kann im Vergleich, wenn keine Kühlung in diesem Zonen installiert wäre, beläuft sich auf ca. 30 Euro pro Quadratmeter und Monat. Das bezieht sich natürlich insbesondere auf den Sommermonat, sodass man auch sieht, die Zufriedenheit und die Produktivität der Mitarbeiter lässt sich auch in eine Investitionskostenbetrachtung mit hineinbilanzieren. Und laut unserer Erfahrung ist es kaum noch möglich, Gewerbegebäude ohne zumindest eine Temperierung überhaupt zu planen, da die Hitzeperioden ja länger werden und sich die Gebäude insbesondere bei sehr energieeffizienten Gebäuden entsprechend aufheizen. Hier sind noch einige unterschiedliche Projekte. Ein Neubau in der Nähe von Weimar, der erst kürzlich abgeschlossen wurde. Auch dort das Konzept, über eine Wärmepumpe die Räume entsprechend zu temperieren und die Räume effizient zu beleuchten. Oder hier in München Projekte mit ansprechenden Besprechungsräumen als IT-Büros. Genau, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Also Interpanel ist die Raumklimalösung für Arbeitsplätze der Zukunft. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Der Claim kam auch noch unter, lassen wir uns ruhig noch an im Screen, falls wir nochmal woanders hinspringen. Klingt ja so ein bisschen nach der eierlegenden Wollmilchsau, wo man sich fragt, warum bieten das nicht eigentlich schon viel mehr und noch viel länger an, weil es macht ja irgendwie Sinn. Konkret, aber wie kommt man zu dem Produkt, das nachher da ist? Sie hatten vorhin gesagt, modular vorgefertigte Komplettlösung. Das heißt, von einem Projekt, die melden sich bei Ihnen und sagen, ich hätte gerne in den Maßen, Sie produzieren das vor und Sie bringen es dann vor Ort hin. Genau, wir liefern im Prinzip, wir arbeiten mit Installationsbetrieben in der Regel zusammen, liefern die Komplettlösung direkt auf die Baustelle bis zu dem Vorfertigungsgrad, der gewünscht ist, in der Regel bis zur Übergabe an das hydraulische Netz beziehungsweise den Stromanschluss, so dass im Endeffekt der Installateur und Elektriker nur noch den Anschluss vornehmen muss und das Deckensegel abgependelt wird auf der Baustelle. Und für diese einzelnen Lösungen, die Sie kombinieren, reicht es auch jeweils für die Räume aus, also gerade Akustik beispielsweise? Bei der Akustik hängt es natürlich insbesondere von der Baustruktur ab. Da kommen wir meistens ein bisschen in den Grenzbereich, sodass noch ein Wandelement zusätzlich notwendig ist, also auch oder Möbel zum Beispiel oder dann ein akustisch wirksamer Teppich. Wir haben nur einen relativ geringen Deckenbelegungsgrad, der liegt zwischen 20 und 30%, sodass eben der Heiz- und Kühlfall als auch der Beleuchtungsfall erfüllt ist. Reicht meistens nicht ganz für die Akustik. Da können dann noch ergänzende Elemente quasi hinzugefügt werden. Wobei wir auch Räume haben, die alleine quasi durch das Element akustisch absorbierend ausgestattet sind, wie zum Beispiel bei ABW-Architekten. Und haben Sie bei der Skalierbarkeit der Lösung, für Sie haben Sie da irgendwelche Grenzen oder sehen Sie da, dass da jetzt schon eine Entwicklung ist und dass Sie die Pläne haben, wenn es noch gefragter ist, wie Sie damit umgehen? Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Ich habe nach der Skalierbarkeit gefragt. Also Sie haben wahrscheinlich jetzt ein Werk oder mehrere Werke, aber wie sind im Endeffekt die Pläne der Skalierbarkeit vom Unternehmen für diese Innovation?
Kapazitäten, wir sind gerade da am Aufbauen, können allerdings jetzt auch schon große Objekte realisieren, also 10.000 Quadratmeter aufwärts in entsprechender Zeit. Und was hier meistens die Herausforderung ist, sind die Projektlaufzeiten bei unseren Projektlaufpartnern, also insbesondere in der Planung, die meistens länger dauern, als die letztendliche Lösung dann zu liefern. Und hier haben wir weniger das Produktionsproblem als eher die extremen Vorlaufzeiten teilweise oder insbesondere bei Großprojekten. Okay, von der Frau Schuster kam noch die Frage, ob Sie eine Aussage zu den Kosten in Bezug zur Einzellösung nennen können. Wenn man es gesamtkostentechnisch betrachtet, ist es günstiger, einfach weil die Schnittstellenkoordination wegfällt. Wir bewegen uns aber im Bereich von einem, ich sag mal, hochwertigen Kühldeckensystem, wenn ich das wenn ich eine fast vergleichbare Lösung, direkt vergleichbar geht oder geht nicht, eine ähnlich vergleichbare Lösung herstellen möchte. Also wir bewegen uns schon im üblichen Bereich des Bausektors und gesamtheitlich eher günstiger als vergleichbare Einzellösungen. Okay, dann ganz herzlichen Dank an Sie für die Präsentation, dass es zeitlich doch noch technisch doch noch geklappt hat. Sehr gut. Kommen wir zum zweiten Kandidaten von was sehr Sichtbarem wie der Klimadecke hin zu was deutlich Unsichtbarem, nämlich zur Kessel AG und dem Herrn Ziop, der uns die Hybrid-Klebeanlage von Kessel vorstellen wird. Er ist Projektmanager dort, haben wir jetzt hier, wunderbar. Schön, dass Sie da sind und Sie kriegen noch den Screen, dass Sie auch Ihre Präsentation teilen können. Wunderbar. Ich glaub, dann ziehe ich mich zurück und Ihnen viel Erfolg für den Pitch. Verstehen Sie mich? Ja, wir verstehen Sie. Sehr gut. Ja, dann fangen wir mal an. Also, geht es um das Thema Ecolift, eine Hybrid-Hebeanlage. Dazu möchte ich Ihnen in erster Linie mal die bekannten Rückstaulösungen aufzeigen, die es aktuell auf dem Markt gibt, um dann zu einer neuen Lösung zur Innovation zu kommen, wie man auch Rückstau anders denken kann und anders lösen kann. Last but not least, Punkt 3, der Nutzen für die Umwelt. Das ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, der Benefit des Ganzen. Was genau bringt das System für uns und unsere Umwelt? So, kurz zu meiner Person. Ich heiße Joachim Ziop, bin Produktmanager bei der Kessel AG, bin fachkundig im Bereich der Abwasserbehandlung und mache privat sehr viel in der Natur, also bin sehr umweltbewusst und naturverbunden, wenn man so will. Die Kessel AG ist über 600 Mitarbeiter stark. Wir sind in den Bereichen Hebeanlagen, Hybrid-Hebeanlagen, Abläufe, also klassische Badabläufe oder Duschrinnen zum Beispiel unterwegs. Wir haben auch Abscheideanlagen, Leichtflüssigkeitsabscheider zum Beispiel für Tankstellen und Rückstauverschlüsse. Also das ist der klassische Bereich Entwässerungstechnik und Umwelttechnik, in dem wir uns bewegen. So, die bekannten Rückstaulösungen. Was gibt es denn aktuell und was gab es in Vergangenheit? Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Hier zum Beispiel in dem Bild links. Das ist im Schnitt ein Haus mit verschiedenen Ablaufstellen. Und hier haben wir eben eine Hebeanlage. Man muss dazu sagen, Hebeanlagen pumpen jeden Tropfen Wasser, der anfällt, mit Energieeinsatz, also mit Strom, wie man das hier sehen kann, über die Rückstauebene rein in die Kanalisation, die hier oben dargestellt ist. Das Bild in der Mitte zeigt einen Rückstauverschluss. Auch wieder im Haus gibt es verschiedene Ablaufstellen. Das Wasser wird hier soweit über die Rohrleitungen im freien Gefälle, also im Freispiegel, in die Kanalisation entwässert. Ja, was machen wir hier? Es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Kanalisation tiefer liegt, als die eigentliche Hebeanlage ist. Und hier könnten wir natürlich auch Rückstau und Entwässerung anders denken. Das haben wir auch getan. Ich zeige Ihnen dazu die Lösung. Wie kann sowas aussehen? Das Ganze nennt sich Hybrid-Hebeanlage. Es ist eben ein Hybrid aus einem Rückstauverschluss und einer Hebeanlage. Dazu zeige ich Ihnen jetzt ein paar unterschiedliche Varianten. Es ist so, dass Ecolift
Hybridanlage gibt es in etwas kleineren Lösungen für einzelne Wohneinheiten, für Kleingewerbe. Und das Ganze ist zur freien Abstellung, weil man kann das Ganze auch bei einem Flansch Bodenplatte einlassen. In Wiebelboden zum Beispiel. Sind dann schon relativ große oder in Du-Ausführung, also eine oder zwei Pumpen, soweit. Ja, das Ganze gibt es zum Einbau ins Erdreich und das kann man sich jetzt vorstellen für Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser oder eben auch für größeres Gewerbe, wo Schmutzwasser anfällt und eben abgeleitet wird und ein Rückstauschutz vor der Kanalisation gewährleistet sein muss. Wie funktioniert das Prinzip? Also man hat hier wieder ein Haus mit verschiedenen Ablaufstellen. Das Wasser kommt in diesem Beispiel ein Schacht. Hier ist Ecolift. Das Wasser kann immer im Freispiegel weiter die Kanalisation laufen. Also ich brauche keinen Energieeinsatz, um das Wasser wegzuführen. Und nur in dem Fall, dass zum Beispiel ein Starkregen stattfindet oder der Kanal geht kaputt, bricht zusammen, ist total überlastet oder es gibt Bauarbeiten in der Kanalisation, da kommt es in so einem Kanalsystem schnell zu einem Aufstau, zu einer Überlastung. Das Wasser drückt es dann eben hier wieder zurück in Richtung Haus. Und dabei ist jetzt der Vorteil, dass hier bei Ecolift die Klappen, motorisch betriebene Klappen zumachen, das Ganze mit Sensorik gesteuert. Dann erst beginnt Ecolift mit einer Pumpe das Ganze über die Rückstauschleife in die Kanalisation zu pumpen. Also wenn dann anfallendes Schmutzwasser auf dem Haus kommt, dann fängt die Pumpe an zu laufen und entwässert das Haus trotzdem, obwohl das Kanalsystem überfordert ist. Also es übernimmt hier eben die Aufgabe eines Rückstauverschlusses und einer Hebeanlage als Hybride. Ja, wie sieht es denn eigentlich mit der baurechtlichen Verwendbarkeit aus? Ecolift hat verschiedene Zulassungen. Das sind Zulassungen, die vom Deutschen Institut für Bautechnik soweit erteilt wurden. Und das heißt, die baurechtliche Verwendbarkeit ist soweit über eine allgemein baurechtliche Zulassung gegeben. So, jetzt kommen die goldenen Witz. Was kann das Produkt? Was spart es ein? Für was ist es eigentlich gut? Also, an dem Beispiel, was ich hier auch gezeigt habe, handelt sich jetzt hier um einen Bahnhof mit verschiedenen Wasserstellen oder Wasserverbrauchern, wenn man so will. Ich habe hier verschiedene Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Leistungen, Laufzeit pro Jahr oder eben auch verschiedene Abwassermengen am Tag. Da kommt jetzt gar nicht so sehr an. Das Wichtige ist jetzt der Vergleich zwischen der herkömmlichen Hebeanlage und der Hybrid-Hebeanlage Ecolift. Da wird jetzt folgende Rechnung aufgemacht: bei Stromkosten pro Jahr von der Hebeanlage 80 Euro pro Jahr, Ecolift 4 Euro pro Jahr. Das Ganze werde ich jetzt einmal runterrechnen über die Wartungskosten. Ich habe eine Hebeanlage viermal im Jahr eine Wartung, Ecolift zweimal. Ich den Verschleiß dann nochmal hochrechne, komme ich auf die Gesamtkosten, die Hebeanlage versus die Hybrid-Hebeanlage. Und das Ganze spart im Jahr bis zu 776 Euro ein. Auf 5 Euro sind wir hier fast 3.400 Euro. Das heißt, dieses System der Hybrid-Hebeanlage, das amortisiert sich dann auch irgendwann nach ein paar Jahren. Das ist soweit rein von den Kosten schon mal sehr interessante Thematik. Die Hybrid-Hebeanlage ist auch leise. Das ist natürlich auch Schallemissionen, Geräuschemissionen ist ein Thema bei uns in der Baubranche. Ganz klar kriegen wir auch immer wieder von unseren Kunden und Planarchitekten als Feedback, als Rückmeldung. In dem oberen Diagramm, was Sie da sehen können, sehen Sie jetzt den Pumpanlauf der herkömmlichen Hebeanlage. Eine Hebeanlage pumpt mehrfach am Tag. Dabei können die Geräusche entstehen, das ist ganz klar. Das ist ein Motoranlauf. Und hier in dem Diagramm unterhalb ist letztendlich die Anlage pumpt so gut wie nie. Also die Hebeanlage, um zu erklären, die pumpt eben nur dann, wenn ein Starkregen ereignet ist, die Kanalisation überfordert ist und das Wasser im Kanal rückt in das Haus.
die Badewanne gehen, nämlich nach wie vor, dass die Waschmaschine läuft. Und nur in diesem konkreten Fall muss die Logikanne Pumpe entwässern. Also es ist seltener. Ja, mehr Betriebssicherheit. Warum haben wir hier mehr Betriebssicherheit? Das ist auch einfach zu erklären. Die Pumpen, die Hebeanlage, selbstverständlich ausfallen. Was passiert, wenn die Pumpe in der Hebeanlage ausfällt? Das Wasser läuft nicht ab. Ich habe kein Haus Essen. Die Kollektion im Freistehen für das Fallen. Wenn wir uns anschauen, ja, so viel hier. Danke für die Einführung. Wunderbar, dann herzlichen Dank. Nicht so richtig sichtbares Produkt, was aber gerade mit Blick auf das, was gerade am Klimawandel passiert und das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit natürlich ein ganz wichtiges ist. Insofern ganz herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Und wir kommen zum letzten Kandidaten in der Kategorie Innovation. Da sind wir beim Bodenbelag bei der Firma Nero Flooring aus Frankfurt. Da haben wir auch eine Doppelpräsentation von Herrn Karl-Heinz und Martin Scholz. Super, vielen Dank. Danke für die freundliche Einladung, Herr Jansen. Wir sind Minero Flooring, wir sind Karl-Heinz und Martin Scholz und möchten Ihnen heute unseren Bodenbelag Minero One vorstellen, der Bodenbelag mit Zukunft. Wir haben einen ökologischen und nachhaltigen Bodenbelag entwickelt, weil wir haben dieses Nachhaltigkeitsthema wird von allen getrieben, aber es gibt nicht wirklich komplett nachhaltige Konzepte. Es gibt die Begriffe Cradle und Circular Economy, aber meistens etwas sagt man irgendwo. Bei uns gibt es einen Bodenbelag mit bis zu 4 Leben. Wir haben also von der Materialkomposition so aufgebaut, dass der Belag mehrere Lebenszyklen übersteht und dann eben am Ende dieses letzten Lebenszyklus noch eine sinnvolle Verwendung zugeführt werden kann. Und wie das eben geschieht, das wollen wir Ihnen jetzt kurz sagen. Wir stellen zum Beispiel fest, zum Beispiel im Retail-Business, das ist also der Ladenbaubereich oder in der Systemgastronomie, dass die Restaurants, wenn sie mal eine gewisse Sache haben, nicht mehr frequentiert werden und aus diesem Grunde die Renovierung angestrebt wird durch die Besitzer oder Inhaber dieser Shops oder Restaurants. Und diese Renovierung führt dazu, dass alles, was dort eben drin ist in diesem Ausbau, ausgebaut, herausgebaut und weggeworfen wird. Und uns ist die Idee einfach irgendwann mal gekommen zu sagen, ökologisch und nachhaltig kann doch eigentlich nur sein, wenn man mit den Produkten, die schon verbaut sind, irgendwann was anfangen kann. Und nicht, wie in diesem Beispiel hier gezeigt, eine Rohbaustelle hinterlassen wird, wo man von null wieder anfängt. Es geht um Zeit, es geht um Schnelligkeit, es geht um Kosten und natürlich auch darum, Nachhaltigkeit darzustellen im Sinne von Wiederverwenden statt wegzuwerfen. Wir haben uns ein Mehrwegkonzept überlegt. Das bedeutet, dass wir den Kunden oder zum Beispiel auch eine große Kommune wie eine Stadt, die über 160, 200 Kindergärten verfügt, eben in diesem Zyklus Bodenbelege austauschen kann, die ihnen gehören, die wir nachrenovieren und bis zu 4 Mal praktisch der Kommune wieder zur Verfügung stellen können. Das gleiche eben im Ladenbau oder auch in der Systemkastronomie.
Vorleben mit Minero One wollen wir ein klares Zeichen setzen eben für mehr Nachhaltigkeit und Ökologie in dieser Bodenbelagsindustrie. Wir wollen eben einen echten Kreislauf schaffen, das heißt einen Kreislauf, bei dem die Materialien nicht nur zerhäckselt werden und wieder den Sekundärprodukten zugeführt werden, sondern dass eben diese Materialien den Kreislauf überhaupt nicht verlassen. Das heißt, wir verwenden genau dieselben Bodenbeläge wieder zur nochmaligen Verwendung, das eben in bis zu 4 Zyklen, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und dementsprechend wollen wir eben hiermit ein klares Zeichen setzen, dass wir einen Kreislauf kreieren, bei dem eben diese Bodenbeläge wiederverwendet werden und nicht einfach weggeschmissen werden. Jetzt gibt es verschiedene Beispiele in der Bodenbelagsindustrie, wo natürlich schon einige nachhaltige oder auch Rücknahmekonzepte eingeführt wurden. Die aktuell in der Praxis zumindest noch nicht das einhalten, was sie besprechen, weil hier zum Beispiel viel verbrannt wird oder nach wie vor einfach viel weggeschmissen wird. Oder beispielsweise die sogenannten Rezyklate, das heißt die Kunststoffe, die wieder aufbereitet wurden, kaum zu eingesetzt werden, sondern zu großer Ebene verbrannt werden, das heißt Hemmungsverwertet oder beispielsweise Straßenbau oder so verwendet werden. Und da wollen wir eben ein klares Zeichen setzen mit unserem Mehrwegkonzept im Gegensatz zu diesem Direktwegschmeißen oder auch dem Zeitkonzept, wo dann eben auch viele Materialien diesen Kreislauf trotzdem dennoch passen. Und dann ist natürlich grundsätzlich hier eine sonderbare Verlegung, und zwar die lose Verlegung ohne Kleber. Das ist ein wichtiger Ansatz, denn jeder Bodenbelag, der einmal verklebt wurde, ist natürlich für die Wiederverwendung auf jeden Fall verloren. Vielleicht kann man einzelne Teile davon so wiedergewinnen, dass die ohne Kleber auf der Rückseite irgendwo hingeliefert werden können. Dann ist der komplette Belag verloren. Durch eine lose und stückende Verlegung, so wie man das im Fachkreis nennt, ist es möglich, über jede Art von Bodenbelag, von der Teppichfliese bis zur Keramikfliese, zu verlegen und sie nachher ohne Schäden des Unterkopfs. Das Besondere an unserem Belag ist hierbei, dass wir uns wirklich für ökologische Materialien ohne PVC-Chlor entschieden haben, schon bei einer Materialkomposition setzen wir zum einen auf mineralische Decker, die aus Naturgips und Zellulosefaser besteht, eine Kornmatte, die aufgeklebt wird, und auf der Oberseite haben wir ein Kornett, das ist eine Art Linoleum, das kann produziert wird wie Linoleum, das geht aus Blei, Kork, Öl und verschiedenen anderen natürlichen Ingredienten. Das ist bekannt seit über 100 Jahren. Und diese drei Komponenten sind so verklebt und verleimt, dass sie immer eine lange Zeit halten. Und das Schöne ist, wenn die Zeit mal gekommen ist, dass der Bodenbelag gar nicht mehr verwendet werden kann, kann man durch einen Schädelprozess die Oberfläche und das Zeichen für Nutzungsführung zum Hersteller zurückführen. Aufgeschlossen und aus mit neuen Karten gemacht werden kann. Und ein Moment ist nicht einmal so, dass sie unterwegs werden in den Schatten und wieder zu neuen Materialien verwendet werden können. Also, wenn der Boden den erstmaligen Kreislauf sozusagen betrifft, vom Hersteller oder vom Händler, wenn eben der Händler als Zwischenlager kognitiv fungiert, dann am Ende eingebaut. Schon einfacher, da eben nicht allerdings ist zu nutzen übergehen, weil wir müssen noch verschiedene Vorteile geben, wer kommt zum Boden. Das heißt, ist der
Aber wenn man das kann, das nicht so gewählt, damit die Karte auch so lange hält. Und wenn das geht, dann kann man den Boden dann aufbereiten und die Aufbereitung ist auch relativ einfach. Das heißt, die oberste Korn, das ist die Karte abgeschnitten, sodass man die bis zu viermal schalten kann. Und dann die Karte nachgeschnitten. Und das heißt, es ist lediglich ein bisschen kleiner. Aber da wir sehr große Eingangsformat haben, von 1,20 m, kann man ja natürlich auch dann in dem zweiten und dem dritten Kreislauf auch sehr, sehr große Formate abstellen. Und am Ende, wenn eben die Daten in der MP-Kreislauf angekommen sind, dann wird die Eingangsgeräte das Recyclingprogramm verwenden, die auch die Ausgangsrohstoffe wieder verwendet wird. Und dann sozusagen auch neue Platten unbelegen, die man gut belegt werden kann. Vielleicht auch ein kleines Satz zur Dekoration des Kurses in digitalen Bildern. Insofern die Form von Dekoration natürlich auch kurzfristig entwickelt werden kann von den Kunden. Es gibt hunderte von kleinen Hausdekoren, die kundenbezogen gedruckt. Und dann, dass der One Ihnen so weit gefallen hat, dass die zahlreich von uns abgestimmt wird. Und wenn Sie Ihre Fragen, ansonsten können Sie uns auch jederzeit gerne eine E-Mail an hello@neo.com schreiben. Vielen Dank. Ja, Dankeschön an Sie für die Präsentation und für das spannende Produkt. Am Ende haben Sie ein bisschen eine Frage schon beantwortet. Also für mich, jetzt braucht immer diesen Prozess wieder zurück zu Ihnen, damit man quasi ein neues Dekor drauf macht, oder? Also da ist ja Licht und Sie haben eine Aufteilung des Bootes. Das heißt, diesen Schritt, es geht einmal wieder zu Ihnen und Sie müssen eine neue Oberfläche drauf machen, dass es hochwertig aussieht, den haben Sie trotzdem nach wie vor. Das ist im Moment natürlich noch der Fall, weil es im Bereich der Oberflächendekoration vielleicht nur 100 Unternehmen in Deutschland oder Mitteleuropa gibt, die diese Dekorationsmöglichkeit haben. Aber diese ganze Industrie geht davon aus, dass in den kommenden Jahren, in den 5 bis 10 Jahren, die anstehen, sehr viele kleinere Unternehmen auch mit heute schon sehr günstigen Digitaldruckanlagen ausgestattet werden und dann individuell vor Ort arbeiten können. Dann würden diese Böden sogar vor Ort bearbeitet und nachgeschnitten werden können. Das sind einfachste Schreinermaschinen hierzu notwendig. Es ist kein Hightech-Equipment, außer eben eine Digitaldruckanlage erforderlich. Aber heute und für die nächsten 3 Jahre muss man davon ausgehen, wir nehmen den Bodenbelag zurück, wir überarbeiten ihn und bringen ihn dann wieder in einen zweiten Lebenskreislauf. Und das ist eben auch Teil des Geschäftsmodells, dass eben beim erstmaligen Verkauf praktisch die Lieferung und Rücklieferung auch schon mit inbegriffen ist. Das heißt, ein Objekteur oder ein Bauträger auf der Baustelle sich am Ende die Deponiekosten spart. Das heißt, er muss die rausgerissenen Bodenbeläge nicht mehr teuer entsorgen und Deponieplätze werden natürlich auch immer rar und auch immer teurer in der Zukunft. Das haben wir auch für 250 Euro ungefähr in Tonne bei nicht im Bauschutz. Und wenn man da in der Zukunft schaut, die Deponieplätze werden immer weniger, dann wird es noch teurer. Und an der Stelle hat eben der Bauträger die Möglichkeit, diese Platten und diese Bodenbeläge kostenfrei dann zu dem Hersteller zurückzuschicken, sodass der sie wieder aufarbeiten kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis. Also dieses Denken in Geschäftsmodellen für die Circular Economy, das ist natürlich sehr wichtig, dass man da auch anders und innovativ denken muss. Jetzt kam noch eine Frage, was für ein Kleber für die Verklebung der 3 Komponenten verwendet wird und ob beim Abschälen Kleberrückstände zurückbleiben. Natürlich bleiben Rückstände entweder an der Gipsfaserplatte oder an der Rückseite der Kork- oder Korkmentbeschichtung, die werden abgeschliffen. Und man bekommt dann eine geringe Menge überflüssigem Material, das natürlich nicht jetzt in den Gips oder in den Korkkreislauf zurückgeführt werden kann, aber der ist dann wirklich minimal. Und wir reden hier über Schichtstärken von zum Beispiel 0,1 mm. Also 98% unseres Belages, 95 bis 98%, können original wiederverwendet werden, wenn sie denn später am Ende ihrer Lebenszyklen in ihre Bestandteile zerlegt werden. Da kam noch eine Frage, können eigene Dekore gedruckt werden und wenn ja, welcher Größenordnung? Nochmal, ich habe eine Frage. Können auch eigene Dekore gedruckt werden?
Es können eigene Dekore gedruckt werden und wir haben Beispiel-Dekore oder wir haben auch Dekore. Wir arbeiten mit namhaften Dekordesignern zusammen, aber natürlich können wir auch eigene Dekore drucken. Das ist natürlich eine Frage der Quadratmeterzahl am Anfang, aber natürlich ist das möglich und da haben wir auch schon einige Projekte gemacht mit individuell designten Dekoren und das ist gar kein Problem. Es ist Digitaldruck. Am Ende ist das einzige Limit beim Digitaldruck Ihre Kreativität. Vielleicht eine Frage kam noch rein, sonst hätte ich noch eine allerletzte gehabt. Was für ein Kleber wird verwendet, ist dieser lösemittelfrei? Das war nochmal zu der Frage davor. Das ist ein 100% Festsystem, also ein Polyurethankleber, der keine Lösemittel hat. Das System selbst ist blau-engel-konform und von daher gesehen wissen wir auch über die entsprechenden Emissionsmessungen, die erforderlich sind, dass hier keinerlei Emissionen im Innenraum gemessen werden können oder die Werte so klein sind, dass sie nicht nachweisbar sind. Also alles, was wir hier bei diesem Bodenbelag eingebaut und mitgebracht haben, erfüllt die Anforderungen des Blauen Engels und ist so mit natürlich für Kindergärten, für Privatbereich, wie auch für den Gewerbebereich geeignet. Wer ist Ihr Favorit in der Kategorie Forschung? 30 Sekunden haben Sie zum Abstimmen. Wir haben jetzt die dritte und letzte Kategorie von unserem digitalen Pitch-Event zur DGNB Sustainability Challenge. Das ist die Kategorie Forschung. Natürlich auch eine ganz wichtige, weil damit man überhaupt dahin kommt, dass in der Industrie Innovation stattfindet, dass Firmen gründen können und so weiter, dafür braucht es natürlich ein Fundament und vieles von diesem Fundament wird eben im Bereich Forschung, bei der universitären, bei der angewandten Forschung, bei der industrienahen Forschung betrieben. Auch da haben wir drei Finalisten, wir haben sogar vier Präsentationen, weil das hatten wir auch im letzten Jahr schon gemerkt, dass wir eine Herausforderung haben, eher studentische Projekte mit anderen größeren Projekten zu vergleichen. Insofern hatten wir uns entschlossen, in diesem Jahr auch einen Sonderpreis für ein studentisches Projekt zu vergeben. Das werden wir nach den drei Finalisten auch in einem Kurzvortrag nochmal hören. Ansonsten, das heißt, wir starten jetzt zum Anfang mit Frau Andrea Klinge von ZRS Architekten aus Berlin, Projektleiterin für Forschung bei ZRS und Teil eines großen internationalen Projektkonsortiums mit 13 verschiedenen Partnern, die uns jetzt als erstes das Projekt RE4 vorstellen wird. Ich gebe mir selber nicht die Mühe und werde den langen Titel erklären, was alles dahinter steht. Das dürfen Sie gleich selber machen. Mal gucken, wie weit Sie da in den 6 Minuten kommen mit der Übersetzung des Ganzen. Ansonsten freue ich mich, dass Sie dabei sind und Sie dürfen loslegen. Vielen Dank für die nette Einführung. Mein Name ist Andrea Klinge. Ich bin Senior Architektin bei ZRS Architekten und leite hier die Forschungsabteilung und ich präsentiere Ihnen heute das EU-geförderte Forschungsvorhaben RE4, in dem ein internationales Forschungskonsortium ein Konzept für ein vorgefertigtes, reversibles, siebengeschossiges Wohngebäude entwickelt hat, das aus 80% Bau- und Abbruchabfällen gebaut werden kann. Die Herausforderung, die wir damals hatten, als wir 2016 angetreten sind, war die, dass die EU verstanden hat, dass der Bausektor enorm ressourcenintensiv ist. Auf der einen Seite benötigt er sehr viele Ressourcen, aber was zu der Zeit die größere Problematik noch war, er generiert unglaublich viel Abfall, also Ressource, die im Grunde genommen weggeschmissen wird. Wenn man sich die Zahlen aus Deutschland anguckt, in 2018 417 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle, das macht 54% des nationalen Abfallaufkommens aus und zeigt eigentlich, wie dramatisch die Situation ist. Tendenz, muss man sagen, leider trotz aller Bemühungen des kreislaufgerechten Bauens weiterhin steigend, was mit Sicherheit auch damit zu tun hat, dass der Bausektor natürlich, die Baubranche gerade extrem boomt. Was wir uns als Ziel gesetzt haben, war, was ja auch vorhin in der Präsentation von Minero One schon durchgeklungen ist, wir wollen auf das kreislaufgerechte Bauen setzen, wir setzen auf die Wiederverwendung und nicht auf ein Recycling, weil wir der Meinung sind, dass nur so wirklich Rohstoffe geschont werden können und auch Abfälle vermieden werden können und auch CO2-Emissionen reduziert werden können, weil ein Recyclingprozess von einem Produkt benötigt natürlich immer wieder graue Energie.
ganz kurz zum Gesamtvorhaben. Wir haben das Ganze ganzheitlich betrachtet und haben eigentlich von hinten angefangen zu schauen. Und zwar haben wir uns mit Rückbaukonzepten auseinandergesetzt, um überhaupt zu verstehen, wie muss ein Gebäude rückgebaut werden, um Bauteile zu maximieren oder auch Ressourcen zu maximieren. Haben da ein innovatives Konzept für einerseits ein Stahlbetongebäude, aber auch für ein Holzgebäude entwickelt, was natürlich dann als Lernkurve in unseren Entwurf eingeflossen ist. Wir haben uns aber auch damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich die Abfallströme, die zurzeit zwar schon relativ gut sortiert sind, aber halt immer noch nicht optimal verbessern, haben da ein innovatives Sortiersystem einerseits auf Basis von Robotik und auch auf Basis von Mechanik entwickelt, sind dann in die Materialentwicklung und Elemententwicklung gegangen, haben 7 unterschiedliche Baustoffe entwickelt, 5 Bauteilkomponenten und insgesamt 6 vorgefertigte Elemente auf Basis von Recyclingmaterial und sind dann wirklich auch in den Entwurf gegangen und haben angefangen, ein Wohngebäude zu konzipieren, 7-geschossig, was im urbanen Kontext stehen kann, was vollständig rückgebaut werden kann. Wichtiges Thema auch, Energieeffizienz haben wir natürlich auch betrachtet, weil man das beim kreislaufgerechten Bauen natürlich nicht vergessen sollte. Den Machbarkeitsnachweis haben wir über 2 Demonstratoren geliefert, die einerseits im kalten und im warmen Klima errichtet wurden, weil sie halt auch gemonitort wurden. Ganz kurz zum Konzept. Das ist nicht umfassend, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Auszug. Das würde sonst hier zu weit führen. Worauf wir gesetzt haben, ist per se die Lebensdauer von Gebäuden zu erhöhen. Wir haben beobachtet in unseren Recherchen, dass Gebäude deutlich früher abgerissen wurden als im Vergleich zu vor 100 Jahren. Wir sind der Meinung, dass wenn man Elemente mit einer unterschiedlichen Lebensdauer voneinander trennt, erhöht man schon die Lebensdauer des Gebäudes. Ein ganz einfaches Beispiel ist eigentlich die Trennung zwischen Fassade und Tragwerk. Eine Fassade hat eine Lebensdauer von 50 Jahren, das Tragwerk, dem werden 100 Jahre vorausgesagt. Wenn die Fassade aufgrund einer Nutzungsänderung oder einer Optimierung des energetischen Standards rückgebaut werden muss, schafft man das halt nicht, wenn sie Teil des Tragwerks ist. Beobachten wir auch, in solchen Fällen wird das Gebäude oftmals abgerissen. Dann haben wir beim Tragwerk optimiert und haben auf eine Skelettbauweise gesetzt, weil die einfach flexible und adaptive Grundrisse schafft. Da auch wieder die Idee zu sagen, Flexibilität erhöht die Nutzungsdauer und wenn man es anpassen kann, wird ein Gebäude halt auch nicht so schnell rückgebaut. Ganz wichtig, reversible Verbindung. In dem Moment, wo ich nicht reversibel baue, kann ich eigentlich nur recyceln und nicht wiederverwenden. Ganz kurz zu diesem robotischen Sortiersystem. Automatisch funktioniert das natürlich auf dem Prinzip der hyperspektralen Bildgebung, also im Nanobereich. Und es war mittels dieses Roboters möglich, unterschiedliche Fraktionen, Ziegel, Holz, Glas, Keramik, Plastik zu trennen und so eine höhere Sortenreinheit zu generieren, was dazu geführt hat, dass wir in den RC-Betonen halt sehr viel höhere Anteile an Recycling-Aggregat integrieren konnten. Wir haben uns auch um die Nutzung von Altholz gekümmert. Das wird zurzeit leider überwiegend verbrannt. Es wird zum einen CO2 freigesetzt, auf der anderen Seite ist es eine super wertvolle Ressource. Es ist unter anderen Klimabedingungen gewachsen und unter anderen Bedingungen eingeschlagen, Thema Mondholz. Wir haben geschaut, wie man das wieder in den Kreislauf rückkriegt, haben eigentlich über einfache Untersuchungen gezeigt, dass man, wenn es denn Schadstoff behandelt ist oder belastet ist, dass man es aufbereiten kann und haben anhand eines Fassadenelements gezeigt, dass man 90% davon wieder in den Kreislauf kriegt. Die andere wichtige Komponente war hier, dass wir auf eine Kaskadennutzung gesetzt haben, dass wir halt geguckt haben, wie lassen sich auch Abschnitte für die Entwicklung von Baustoffen nutzen. Zu den Baustoffen selber, 4 RC-Betone, Recyclingzuschläge variieren zwischen 50% und 100%. Einerseits selbstverdichtende oder Rüttelbetone in Kombination mit Portlandzement oder auch alkalisch aktivierten Bindemitteln, also rezyklierten Bindemitteln. Wir haben uns um Dämmbetone bemüht, um halt auch die Leichtfraktionen Holz und Plastik mit zu integrieren. Und was noch ganz wichtig war, im Betonrecycling fallen Korngrößen kleiner 2 mm an, also Fein- und Feinstfraktionen, für die es eigentlich gar keine Nutzung gibt, weil sie halt in den Recyclingbeton nicht integriert werden dürfen. Und wir haben aus diesem sozusagen Abfall Lehmbaustoffe hergestellt,
einerseits einen Putzmörtel, einen Mauermörtel, aber auch einen Stampflehm und konnten da 67 bis zu 87%, je nach Baustoff, an Rezyklat integrieren. Wir haben für die Bauteilentwicklung unterschiedliche Komponenten entwickelt, die für die Fassadenelemente wichtig waren. Einerseits die Fassadenbekleidung oder Tafeln, entweder auf Basis von Altholz oder mineralischem Rezyklat. Wir haben auch eine Holzfaserdämmung auf Basis von Altholz generiert oder Blöcke, aus denen man Wände generieren kann, bauen kann. Das Wichtige da, die Verbindungen sind so gewählt, dass es die Bauteilkomponente rückbaubar ist. Wenn sie dann halt den ersten Lebenszyklus übersteht, kann sie halt einer direkten Wiederverwendung zugeführt werden oder wenn sie halt das Ende der Lebensdauer erreicht hat, wie zum Beispiel bei einer Fassadenbekleidung, kann sie zu 100% rezykliert werden. Bei den Elementen haben wir auf Vorfertigung gesetzt, um Baukosten und Zeiten zu optimieren und zu reduzieren. Das Tragwerk war aus RC-Beton, wir haben Stützen, Unterzüge, Deckenelemente mit einem Zuschlag von nahezu 80 bis 100% herstellen können und zwei vorgefertigte, nicht lastabtragende Fassadenelemente, einmal ein Sandwich-Element auf Basis von RC-Beton und das Holzelement auf Basis von 90% Altholz. Ganz wichtig auch noch, wir haben ein vorgefertigtes Innenwandsystem entwickelt, was auch vollständig rückbaubar ist. Gerade der Trockenbau generiert Unmengen an Abfall. Auch da ein System, was man wieder einsetzen kann. Fundamental natürlich für das Konzept sind reversible Verbindungen. Im Holzbau sind sie relativ einfach umzusetzen, weil der Holzbau mit einem geringen Gewicht bevorteilt ist. Es besteht zudem die Möglichkeit, trockene Verbindungen umzusetzen, über Stahlwinkelschrauben oder Bolzen oder wie in dem Bild sichtbar Spezialverbinder. Im Betonbau ist das schon eine Ecke komplexer, weil halt der Knotenpunkt kraftschlüssig ausgebildet werden muss. Auch da haben wir das jetzt erstmal hingekriegt. Die Frage, ob der Markt so eine Lösung dann annimmt, also das sind marktübliche Produkte, die Sie sehen. Ob der Rückbau dann funktioniert, wenn man das einfach nur ausgießt, ist die Frage. Wir haben Folien eingelegt, um halt die Verbindung zu schützen. Die Bilder zeigen den zweigeschossigen Prototypen in Madrid. Die Montage und auch die Demontage haben gezeigt, dass es relativ einfach war. Die Demontage ist zerstörungsfrei in Bezug auf das Tragwerk und die Fassadenelemente und die Innenwand erfolgt. Fundamente hatten wir uns im Projekt nicht drum gekümmert. Wir haben das ganze Gebäude gemonitort, auch in Bezug auf Energieeffizienz. Und der andere Prototyp, der in Nordirland steht, wird vom einen Projektpartner als Bürogebäude genutzt. Letzte Folie. Wir haben das Ganze natürlich begleitet mit einer projektbegleitenden LCA und LCC, weil wir natürlich sehen wollten, schaffen wir überhaupt eine Verbesserung? Und die Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Durch die Integration von nahezu 80% Bau- und Abbruchabfällen in den vorgefertigten Bauteilen, aber auch durch die Möglichkeit des vollständigen Rückbaus, konnten wir halt zeigen, dass die negative Umweltwirkungen je nach Bauteil zwischen 38 und 64% reduzieren konnten, CO2-Emissionen um 50% und was, glaube ich, total spannend ist, sind Rückbaukosten, konnten um 92% gesenkt werden, da wir halt keine schwere Maschinentechnik brauchten. Das ist das Forschungskonsortium. Wir haben 3,5 Jahre an dem Projekt gearbeitet, mit total viel Energie und Spaß und genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Und für das wirklich spannende Projekt, aus dem man hoffentlich ganz viel lernen kann. Deswegen eine Frage direkt von mir. All das, was da an Erfahrungswissen jetzt gesammelt wurde, wie können es andere Leute für sich nutzbar gewinnbringend dann auch in ihre eigenen Konzepte übertragen? Kommt man an die Informationen dran? An die Informationen dran. Also vieles ist veröffentlicht. Wir selber machen Weiterbildung für die Architektenkammer, wo wir halt genau dieses Wissen vermitteln wollen, weil wir der Meinung sind, Forschung muss geteilt werden und in die Anwendung kommen. Unser Büro ist natürlich dafür bekannt, dass wir mit Naturbaustoffen bauen. Also von daher zeigen wir natürlich auch immer den Betonbau mit. Aber wir fokussieren jetzt erstmal auf den Holzbau und die Lehm-
Geschichten, die wir im Projekt entwickelt haben. Das heißt, in dem Projekt sind auch Sachen rausgekommen, die mal unabhängig davon, dass Sie immer schon in den Bereichen sehr aktiv waren, die aber nachhaltig so Ihr eigenes Arbeiten im Büro verändert haben? Absolut. Wir haben jetzt gerade ein Projekt auf der Baustelle, die Konrad-Zuse-Schule. Das ist eine Schule, die in Berlin errichtet wird. Und da sind, das ist eher selten, aber da sind wirklich Projektergebnisse 1:1 umgesetzt worden. Das ist dann schon ziemlich schön. Also gerade was das reversible Tragwerk anbelangt, wurde natürlich sehr viel Wert darauf gelegt. Der Kollege, der mit mir zusammen in der Forschung war, hatte dann dieses Projekt weitergearbeitet und hat diese Ideen da halt einfließen lassen. Okay. Eine Frage von Herrn Steger kam. Warum bestehen die Elemente nur zu 80% aus Recyclingmaterial, ob zukünftig auch 100% vorstellbar sind? Das ist in der Tat vorstellbar, aber da muss es eine Änderung bei der Normung geben. Also bei den Betongeschichten ist es zurzeit so, dass die Normung maximal 40% Zuschläge erlaubt. Mehr ist einfach nicht erlaubt. Das ist halt auch ein Thema, was wir mit diesem Projekt anstoßen wollten. Das kann man aber in so einem Forschungsvorhaben nicht umsetzen. Die Normung dann noch anzugehen und zu ändern, das führt dann einfach zu weit. Aber wir hoffen natürlich, dass mit so einem Beispiel, wo wir halt mehr als 40% umgesetzt haben, dass dann sozusagen der Bausektor wach wird und hinguckt und versteht, dass man da vielleicht einfach bestehende Normungen auch anpassen muss. Da kam noch eine Frage von dem Herrn Eppe. Wie konnten die Gemeindeverwaltungen für eine Mitwirkung gewonnen werden? Gemeindeverwaltungen? Jetzt in Bezug auf die Schule. Die waren, also der Holzbau wird in Berlin gerade total gepusht und in Kombination mit dem Thema kreislaufgerechtes Bauen, da macht sich der Senat in Berlin extrem stark für. Von daher haben wir da so ein bisschen offene Türen eingerannt. Man muss natürlich auch mal gucken, dass man den Bauherrn nicht zu sehr überfordert. Also da jetzt noch, wer weiß, wie viel Altholz reinzubringen, das versuchen wir in anderen Projekten auch. Das muss aber dann ein kleineres Bauvorhaben sein, sage ich mal, beziehungsweise muss der Bauherr dann vielleicht noch mal ein bisschen anders aufgestellt sein. Aber es gab auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür. Und von daher war es jetzt vielleicht nicht ganz so schwierig, sowas auch umzusetzen. Aber man muss sich natürlich immer in dem technischen Möglichen Zugelassenen bewegen. Das ist ganz klar. Okay, vielen Dank. Sie haben auch tatsächlich einen total fantastischen Moment gefunden, um das zu präsentieren, weil wir gerade ganz kurz davor sind, von der DGNB ein Rückbauzertifikat zu veröffentlichen, wo wir auch genau in diese wunden Punkte, die es dort Super. Gibt, die all die Hindernisse an den verschiedenen Schnittstellen, die es gibt, genau da reinbohren wollen und eine Art Incentivierungssystem entwickeln, das genau über diese Schnittstellen, an denen es gerade hängt, noch gesprochen wird. Insofern toll, dass Sie da vorweggehen. Da macht sicherlich Sinn, wobei ich annehme, dass jemand da sowieso ein Austausch schon steht, aber dass wir da auch weiter darüber reden. Insofern ganz vielen Dank für den Beitrag. Super, vielen Dank für die Einladung. Kommen wir zum zweiten Finalisten in der Kategorie Forschung. Da geht es nach Braunschweig zur TU. Und es geht auch wieder um ein sehr materialnahes Thema, nämlich um das Thema Stampflehm. Wir haben ja selber auch im letzten Jahr bei unserem deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur mit dem Alnatura, mit der Alnatura Arbeitswelt in Darmstadt ein sehr prominentes Stampflehmgebäude, also zumindest zu Teilen aus Stampflehm besteht, auch ausgezeichnet. Die haben auch ein DGNB-Zertifikat in Platin. Von daher passt das wahnsinnig gut. Hat sich auch in der Vorjurierung durchgesetzt als eines von drei Themen. Da habe ich den Herrn Goslar und den Professor Harald Klopp begrüßen, die das Projekt für robotische Fabrikation von Bauteilen aus Stampflehm vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Vielleicht kann ich kurz ein Wort vorab sagen, weil Joshua Goslar das dann auch vorstellen wird. Joshua Goslar hat bei uns das Projekt in einem studentischen Seminar mit angestoßen und ist jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er forscht das jetzt weiter und er wird gleich auch nochmal dazu berichten, dass das ein Grundanliegen von uns ist, dass wir hier auch neben dem, dass wir neue Technologien erforschen wollen, vor allen Dingen auch das Thema für den akademischen Nachwuchs entwickeln wollen und insofern auch das toll finden, dass wir heute hier dabei sein können, dürfen und das Projekt vorstellen. Also guten Tag, ich freue mich, Ihnen unsere Forschung heute präsentieren zu können zum Thema robotische Fabrikation von Bauteilen aus Stampflehm. Und ich präsentiere Ihnen hier einen Zwischenstand. Das Forschungsprojekt endet erst im März 2021 und läuft aktuell gerade noch. Ich hole kurz ein bisschen aus und erzähle etwas zu den besonderen Umständen der Entstehung des Forschungsprojekts.
Ziel der Forschung bei uns am Institut für Tragwerksentwurf an der TU Braunschweig ist die Entwicklung innovativer, ressourceneffizienter Materialverbunde und Bauweisen durch den Einsatz digitaler Fabrikationstechnologien. Und die Basis der Forschungen ist das sogenannte Digital Building Fabrication Laboratory, kurz DBFL. Das sehen Sie hier, eine Kombination aus einem CNC-Bearbeitungszentrum und einer Schwerlast-Robotereinheit. Und die Anlage, die Sie hier sehen, wurde 2016 in Betrieb genommen. Und mit dem Schwerlastroboter auf der rechten Seite können wir additive Prozesse wie das 3D-Drucken von Beton oder das robotische Stampfen von Lehm durchführen und mit dem CNC-Portal auf der linken Seite hochpräzise und subtraktiv arbeiten. Beide Portale können aber auch für kooperative Prozesse genutzt werden. Und unsere Forschungen sind in einem hohen Maß interdisziplinär und im Besonderen denken wir Material- und Prozessforschungen als zusammenhängende Einheiten. Die Bandbreite der Material- und Prozesskombinationen reicht vom Hightech-Material und Hightech-Prozess, wie beim 3D-Drucken mit hochfestem Beton, bis zum Low-Tech-Material in Kombination mit Hightech-Prozessen, wie beim robotischen Stampflehmverfahren, das ich Ihnen jetzt vorstelle. Als Universität liegt uns die Interaktion von Lehre und Forschung am Herzen und deshalb haben wir in 2014 das DBF Studio eingeführt, um Studierende an die Möglichkeiten der digitalen Baufabrikation heranzuführen. Und in dem Forschungsseminar definieren wir semesterweise einen thematischen Rahmen und in Gruppen von 2 bis 3 Studierenden werden neue digitale Fertigungskonzepte in experimenteller Art und Weise mit UR-Robotern entwickelt und in prototypischen Modellversuchen erprobt. So werden auch immer wieder Impulse für die Forschung generiert, wie in dem Forschungsprojekt, das ich Ihnen präsentiere. Und Aufgabe des DBF Studio 2017 mit dem Namen Earth Construction war es, den Baustoff Lehm als Low-Tech-Material mit Hilfe digitaler Fabrikationstechniken zu verarbeiten und so Fertigungskonzepte zu entwickeln, in denen Lehmbautechniken und robotische Fertigung intelligent miteinander verknüpft werden. Und in einem der studentischen Projekte, an dem ich selbst damals beteiligt war, wurde untersucht, inwieweit die im Stampflehmbau übliche vorabgestellte statische Schalung, die auf der Grafik zu sehen ist, durch eine kleinere aktiv geführte Gleitschalung ersetzt werden kann. Denn die Festigkeit des Lehms basiert anders als beim Beton nicht auf einer chemischen Reaktion und die Schalung wird nur für den Akt des Verdichtens benötigt und kann deshalb direkt nach dem Verdichten auch entfernt werden. So wurde die These aufgestellt, dass es möglich sei, in einem kontinuierlichen Ablauf das Schalen, Verdichten und Beschicken, Schritte, die im klassischen Stampflehmbau getrennt voneinander stattfinden, in einem gleichzeitig ablaufenden Prozess zu vereinen. Auf der rechten Seite sehen Sie das dafür verwendete Werkzeug, bestehend aus einem pneumatischen Stampfer, Gleitschalungsplatten und einem motorisierten Trichter zur Materialbeschickung. Ja, und hier sehen wir Bilder der ersten Prozesstests, die diese These bestätigen. Und die zeigen, dass Stampflehm zunächst im verkleinerten Maßstab ohne großen Schalungsaufwand mit einer aktiven Gleitschalung hergestellt werden kann. In dem Forschungsprojekt geht es nun um die Entwicklung des Prozesses im 1:1 Bauteilmaßstab und die Verfeinerung und Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander, sodass ein vollständig automatisierter Prozess, der es ermöglicht, effizient Bauteile aus Stampflehm mit einem Minimum an Schalungs- und Materialaufwand zu erstellen. Ja, dazu wurde das System zunächst in den 1:1 Maßstab skaliert, wobei es naturgemäß einige Änderungen und Anpassungen gab. Und die Materialverdichtung zum Beispiel wird nun mittels Vibration erreicht, was prozessseitige Vorteile hat. Und dazu wurde eine Rüttelplatte konstruiert, die auf dem Bauteil aufliegt und von der Gleitschalung drumherum, die als Endeffektor an einen Roboterarm montiert ist, geführt wird. So wurde zunächst ein 2,50 Meter langes und 80 cm hohes Bauteil erstellt. Ja, und das war für uns trotz einiger händischer Eingriffe in den Prozess ein Meilenstein, weil das Bauteil demonstriert hat, dass der zunächst im Maßstab getestete Prozess auch in 1:1 funktioniert. Außerdem zeigt das Bauteil eindrucksvoll, dass die qualitative Steigerung
durch den automatisierten Prozess auch eine neue Ästhetik mit sich bringt. Und auf dem Bild rechts ist gut erkennbar, dass die Lagenhöhen mit ca. 1,5 cm viel feiner sind als im klassischen Standplänenbau üblich. Da sind es dann 5 bis 10 cm circa. Und die Herstellung des ersten Prototyps lieferte aber gleichzeitig auch Erkenntnisse über Schwachstellen im Prozess, die genutzt wurden, um einzelne Komponenten zu verbessern und auszutauschen, sodass im Verlauf des Projekts verbesserte Werkzeuge und Prozesse planerisch entwickelt wurden, die die Potenziale der Versuchshalle, die ich vorhin gezeigt habe, voll ausnutzen können. Ja, insbesondere indem die Materialbeschickung vom restlichen Prozess getrennt von einem CNC-gesteuerten Materiallager mit Förderband ausgeführt wird. Das Gestell, das die Schalplatten mit dem Roboterarm verbindet, lässt sich nun öffnen und kann so, ohne die Oberflächen zu beschädigen, an das Bauteil heranfahren. Die Rüttelplatte, die zwischen den Schalplatten auf dem Bauteil aufliegt, wurde durch pneumatische Randverdichter erweitert und ist nun in ihrer Geschwindigkeit und Verdichtungsenergie steuerbar. Und das Schalen der Stirnseiten wird durch die Integration eines vertikal beweglichen, federgelagerten Schalsystems ermöglicht. Ja, die automatisierte Fertigung kann so direkt auf den Planungsprozess reagieren und bisher benötigte Lagerhallen mit großer Maschinerie zur Vorfertigung von Stammflächenbauteilen zum Beispiel können enorm verkleinert werden, was Ressourcen hinsichtlich Platz und Material einspart. Und zudem wirkt sich die gleichbleibende automatisierte Fertigung positiv auf die Streuung der Materialeigenschaften, wie zum Beispiel die Druckfestigkeit aus. Unser Ziel bis zur Beendigung des Forschungsprojekts ist ein automatisierter Prozess, der es ermöglicht, effizient Bauteile aus Stampflehm mit einem Minimum an Schalungs- und Materialaufwand zu erstellen. Und die Anwendung fortschrittlicher Technologien auf die Verarbeitung umweltschonender Materialien hat für uns ein enormes Potenzial, was die nachhaltige Entwicklung der Baubranche angeht. Indem wir den jahrtausendealten Baustoff Lehm in einen automatisierten robotischen Fertigungsprozess überführen, können wir zukünftig eines der nachhaltigsten Baumaterialien der Welt wirtschaftlich konkurrenzfähig machen. Davon sind wir überzeugt und suchen deshalb auch Mitstreiter für die industrielle Entwicklung. Das war's von meiner Seite und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Spannend, Lehm ist ja im Moment sehr en vogue. Was glauben Sie, inwiefern klappt es, dass es nicht nur en vogue ist, sondern dass es auch eine deutlich größere Anwendung in der Praxis dann kommen kann bei dem Material? Sind Sie da genau der Baustein, der vielleicht gerade gefehlt hat? Ja, vielleicht darf ich mich fragen. Vielleicht darf ich mich kurz einklinken da, ja. Ich denke, das ist genau diese Thematik. Joshua hat das ja ganz schön gesagt, dass wir im Prinzip durch diese Kombination von bewährten, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Low-Tech, aber den Begriff haben wir natürlich auch verwendet, aber das bewährte Material mit einer neuen Technologie einfach einem Upgrade zuführen. Und das eine ist, dass wir hier natürlich eine wirtschaftliche signifikante Erhöhung des Prozesses haben, weil das natürlich deutlich schneller geht. Und das andere ist aber auch, dass wir durch diese Automatisierung die Qualität steigern. Das heißt, wir können viel gleichmäßiger den Verdichtungsprozess ausführen. Und damit kann man natürlich auch dann mittelfristig in die Normen reingehen, weil dort natürlich durch diese Handarbeit auch entsprechend die Streuungen größer sind. Das heißt, die Bemessungen sind ja darauf abgestimmt. Und wir haben hier also dann auch Druckfestigkeiten, die dann im Grunde auch höher zu erwarten sind als in den bisherigen Prozessen. Und insofern ist das etwas, was sich auf jeden Fall lohnen wird, in Angriff zu nehmen. Gibt es denn schon konkretes Interesse aus der Industrie? Interesse aus der Industrie gibt es immer. Das Problem ist halt, man muss hier natürlich auch schon was in die Hand nehmen, denn die grundlegende Frage ist ja dann immer wieder, wie sieht das Gesamtkonzept aus? Das heißt, sind das vorgefertigte Bauteile? Oder geht man auf die Baustelle? Und wenn man beispielsweise wie bei Alnatura auf die Baustelle geht, dann ist ja dann auch die Frage der temporären Baustelle. Also da muss einfach, ich sag mal, das ist nicht was wir in die Hand nehmen können. Deswegen auch der Call nach Mitstreitern, wo wir eigentlich dann mit der Industrie Potenzial sehen, das gemeinsam zu entwickeln. Ja. Okay.
Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, gerne sagen. Was bei uns ankam, als das Alnatur-Projekt damals besprochen wurde, war auch die Überraschung, dass gerade eine Ökobilanzierung durch die enormen CO2-Emissionen auf Basis vom Transport, dass das Rohmaterial erstmal so dahin gebracht wurde, dass das einfach ein Problem ist. Inwiefern kann das dabei helfen, dieses Ökobilanz-Dilemma, nenne ich es mal so, auch ein Stück weit zu umgehen? Oder sehen Sie da eigentlich gar keine Thematik? Also ich sehe jetzt keine Thematik da, weil das natürlich auch immer eine Frage ist, wie sich dann Märkte entwickeln. Also wenn Sie zum Beispiel hier das nur gelegentlich verwenden und entweder müssen Sie dann das Material von wenigen Herstellern beziehen, die dann irgendwo verteilt in Deutschland oder sonst irgendwo sitzen, dann macht das natürlich, spielt das eine Rolle. Soll sich seine Technologie durchsetzen und es gibt mehr Materialhersteller, die dezidierte Mischungen hier anbieten, dann ist das Thema vom Tisch. Und wenn man dann vor Ort Material direkt vor Ort verwenden will, dann muss man sich natürlich damit beschäftigen, wie man da eine Systematik oder einen Prozess entwickelt, um das Material möglichst effizient dann zu klassifizieren und hier für die Anwendung aufzubereiten. Ja, also das ist für mich nur eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und grundsätzlich ist die Bilanz hier emissionsfrei, ja. Das braucht man nicht aufführen, ja. Okay, super. Dann ganz herzlichen Dank. Dann sind wir gespannt, wie weit das quasi aus dem Braunschweiger Umfeld ins deutsche, ins europäische oder ins weltweite Umfeld geht. Ihnen ganz viel Erfolg auch für den Abschluss von dem Projekt, natürlich auch bei der Sustainability Challenge. Und dann kommen wir zum dritten Beitrag in der Kategorie Forschung bei der Sustainability Challenge und zum Professor Dr. Techen von der Frankfurt University of Applied Sciences. Das Thema akustische Wirksamkeit von Fassaden baut auf einem physikalischen Grundprinzip auf, dem akustischen Reflexionsverhalten schallharter Oberflächen. Ein Phänomen, das in den 70er Jahren mal aufgeworfen wurde und dann auch direkt wieder verschwunden ist, weil es eben kein Interesse im Bauwesen zeigte. Wenn ich jetzt mal dieses Grundprinzip kurz vorstelle, wenn wir als Empfänger, als Mensch in der Straße eine Schallquelle hören, hören wir es eigentlich immer über zwei Wege. Einmal über den direkten Weg und zusätzlich über den reflektierenden, den indirekten Weg. Und genau dieser zusätzliche Weg, der indirekte reflektierende Weg, führt zu einer Pegelerhöhung von etwa 3 Dezibel. 3 Dezibel, das könnte man jetzt über eine logarithmische Betrachtung erläutern. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sitzen im Garten und der Nachbar hat eine Motorsäge an oder er schaltet 2 Motorsägen an. Oder Sie sitzen im Straßencafé und hören 1 LKW oder 2 LKWs gleichzeitig. Genau dieser Unterschied, um den geht es. Schallharte Oberflächen haben wir im innerstädtischen Außenraum eigentlich überall. Hier auf der Folie sehen Sie in Frankfurt die Taunusanlage, die eigentlich, das sind diese orangenen Flächen, eigentlich umgeben ist von schallharten Oberflächen und dementsprechend laut ist eben auch dieser Außenraum. Außenraumerhöhungen von etwa 3 bis 8 Dezibel, das ist das, was wir innerstädtisch derzeit haben. Das ist die erste These, denn das, was wir bauen, führt immer, egal was wir bauen, führt immer zu einem lauteren Außenraum. Wir haben dieses Forschungsprojekt begonnen 2013 mit einer längeren Feldmessung. Dabei haben wir den Rückbau des Henninger-Turms in Sachsenhausen, Frankfurt-Sachsenhausen, akustisch verfolgt. Der Henninger-Turm stand, und der neue steht natürlich an selber Stelle, in etwa 800 Meter Entfernung zur Anflugroute auf den Frankfurter Flugplatz. Und wir haben 2 Messpunkte gehabt. Einmal der blaue Messpunkt, der eben in dem direkten Feld, Einflussfeld des Flugzeugs war, also den direkten Schall gemessen hat oder empfangen hat, und der rote Messpunkt, der hinter einer Nachbarbauung versteckt war, also nur indirekten Lärmeintrag hatte, aber eben in der direkten Reflexionsfläche des Henninger-Turms. Und um das nur kurz zu zeigen, hier links im Bild sehen Sie die Situation im Vorbeiflug, das heißt, das Flugzeug flog vorbei. Der rote Messpunkt war natürlich erstmal mit einer geringeren Lärmintensität und bekam in dem Moment, wo das Flugzeug wirklich die reflektierende Fläche des Henninger-Turms erwischte, einen ganz rasanten
immensen, aber kurzzeitigen Anstieg der Lärmquelle. Nach Rückbau des Turmes, also Monate später, die Situation hier rechts im Bild, dieser Peak war weg. Das war für uns ein doch sehr, sehr erschütterndes Ereignis, denn dieser Peak, das sind etwa 8 Dezibel, das ist also nicht vergleichbar mit irgendwelchen Lärmkartierungen, die wir sonst immer nutzen als Bauschaffende, sondern es ist das, was uns wirklich morgens um 6 oder um 7 aus dem Schlaf schmeißt, was uns vielleicht im Gespräch zu einer Unterbrechung führt. Und genau dieses Thema haben wir uns auseinandergesetzt und haben, das ist eben genau der Inhalt dieses Forschungsvorhabens. Wir haben uns einmal ein Messverfahren entwickelt, das eben vor Ort mit den realen Lärmsituationen im Außenraum umgeht. Das heißt, wir haben ein mobiles Akustiklabor entwickelt mit einer Testfläche von 12,5 Quadratmetern. Wir haben verschiedene Mikrofonsituationen entwickelt, um eben den realen Außenlärm zu messen, auch das Messverfahren und das Auswerteverfahren. Wir arbeiten also nicht mit Hallraumsituationen oder Akustiklabors in dieser Situation, sondern wir wollen tatsächlich wissen, was bringt eine Fassadenmodifikation an Lärmminderung für den Bürger im Außenraum, auf dem Park, im Spielplatz oder wo auch immer Sie diese Situation wieder eben abfragen. Also hier nur einmal in dieser Folie eine Lärm- oder eine Messfrequenz, bei der wir eben wirklich nur kurze Auswerteintervalle dann bewertet haben, ausgewertet haben und dann an verschiedenen Stellen in Frankfurt unterschiedliche städtebauliche Situationen, unterschiedliche Lärmsituationen, also vom Flugzeug bis zur Schiene und natürlich der innerstädtische Verkehr, eben das zu bewerten, um eben auch dafür eine referenzierbare Ausgangsbasis zu haben. Hier einmal die Referenzfläche, also an die schallharte Oberfläche, an ganz unterschiedlichen Messstandorten. Und Sie sehen hier sehr schön an diesen 5 unterschiedlichen Kurven der Pegel, der Lärmpegel in Abhängigkeit der Frequenz. Also das ist eben auch die Frage, wie baut sich das Signal eigentlich auf, dass wir also da sowohl vom Fluglärm als auch vom Verkehrslärm ganz unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Und damit eben die zweite These: Wir können, wenn wir mit der Fassade den Außenraum akustisch beruhigen wollen, können wir nicht auf Standardwerte, Standardgrößen zurückgreifen, sondern wir müssen uns wirklich immer individuell die reale Situation eben betrachten. Wir müssen sie aufmessen, als Eingangsgröße betrachten, um eben auch da wirksam eine Beruhigung des Außenraums zu erreichen. Natürlich haben wir auch verschiedene Fassadenoberflächen getestet, also von der gelochten Blechfassade bis zum strukturierten Wärmedämmverbundsystem, Kunststeinelemente mit einer Feinpixelierung, aber auch Textile mit einer großen Pixelierung, um einfach deren Effekte, also es ging nicht um die Produkte an sich, sondern einfach diese Effekte, die Fassaden haben können, eben auch bewerten zu lassen. Hier einmal 2 Ergebnisse dieser Kunststein Vito de Gore an einem und demselben Standort gemessen, an der Senckenberg-Anlage mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Die blaue Linie zeigt Ihnen jetzt hier die Pegelminderung, die wir erreichen konnten bei einer vertikalen Ausrichtung dieser Fassade. Das heißt, über einen sehr, sehr breiten Frequenzbereich eine Pegelminderung von etwa 3,5 Dezibel. Also wir haben damit schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis erreicht, spürbar auch erreicht. Das gleiche Modul um 90 Grad gedreht führt zu einer ganz anderen Charakteristika der Ergebnisse, mit einer deutlich schmaleren Pegelfrequenzbreite oder auch in dem unteren Beispiel, das ein Textilmodul mit einer deutlich größeren Modulgröße von 1,20 Meter. Das Ganze an der Senckenberg-Anlage unter Straßenlärm wird getestet, führt eben auch über einen breiten Frequenzbereich zu einer Minimierung der Reduktion von 2,5 Dezibel. Das Ganze aber an einem anderen Ort aufgebaut, Lioner Straße durch Fluglärm belastet, kann eben auch zu einer deutlichen Verschlechterung führen. Das heißt, wir müssen wirklich auch die Lärmquelle mit betrachten, um dann individuell als Planungstool, und so sehen wir unseren Forschungsansatz, als Planungstool die Lärmverbesserung in Abhängigkeit von dem gewählten oder von dem entwickelten Fassadensystem zu verbessern. Das Ganze abschließend nochmal als Modellstudie, als Feldstudie, auch wieder in Frankfurt-Niederrad, ein Bürogebäude. Sie sehen oben links auf dem Bild die Anflugssituation, also
primär Lärmbelastung durch den anfliegenden Flugverkehr. Wir haben, um diesen Planungsprozess einfach mal hier darzustellen, natürlich zunächst an diesem Gebäude die Zeitpegelmessungen geführt während vorbeifliegender Flugzeuge an ganz 6 unterschiedlichen Orten. Und das Ziel war bei diesem Gebäude, hier an diesem Messpunkt 2, eben eine Qualitätsverbesserung im Außenraum zu erreichen für ein Café, ein Spielplatz oder der gleichwertiges. Das Ziel war also, das Ziel für eine Fassade zu entwickeln, die genau hier den Außenraum beruhigen kann. Dazu war dann der nächste Schritt mit Studierenden, Masterstudierenden unserer Architekturfakultät, verschiedene Fassadengeometrien zu entwickeln. Erst einmal grafisch, dann aber auch im Modellmaßstab. Und das ist eben auch ein weiterer Planungsschritt, um eben solche Fassaden bewerten zu können. Wir können mit skalierten Messungen eben verschiedene Situationen erst einmal vorkonfigurieren. Hier im Akustiklabor des Bundesamtes für Straßenwesen, bei dem also die Räumlichkeiten, der Hallraum sehr groß ist. Und wir haben eben auch hier die Möglichkeit gehabt, die Lärmquelle eben auch wirklich 1:1 abzubilden durch einen entsprechenden Sender, der dann dieses Geräusch, dieses vorbeifliegende Flugzeug simuliert hat. Die Ergebnisse aus dieser skalierten Messung einmal eben ganz allgemein gehalten. Wir haben also mit dieser Fassade an dem Ort tatsächlich 1,7 Dezibel Reduktion erreichen können. Das ist eine halbe Motorsäge weniger. Aber ich glaube, das nächste Bild zeigt dann eigentlich nochmal den wirklichen Effekt. Aber hier zeigt sich eben auch, dass wir eine Fassade nicht für das gesamte Gebäude betrachten dürfen. Wir müssen also wirklich auf den Ort, den wir im Außenraum verbessern wollen. Und darum geht es uns ja. Wir wollen ja eine höhere innerstädtische Lebensqualität erreichen, die im Außenraum stattfinden sollte. Dass wir wirklich diese Orte fokussieren und darauf eben auch ein Planungsziel entwickeln. Hinsichtlich des Vorbeifluges, das war das Ergebnis. Das Ergebnis, dass wir hier an dieser Stelle tatsächlich 7 Dezibel durch diese modifizierte Fassade reduzieren konnten. Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende, denn nach wie vor gilt Less Noise is Beautiful und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Das ist ein wichtiger Slogan. Ich glaube auch, dass Sie mit dem Thema genau richtig sind. Die Bundesstiftung Baukultur hat ja gerade ihren Baukulturbericht vorgestellt, wo öffentliche Räume auch das Thema ist. Und das Wohlbefinden auf den öffentlichen Räumen hängt da natürlich auch ganz stark von ab. Insofern sind Sie, glaube ich, mit dem Thema an einem ganz richtigen Zeitpunkt. Wer kann denn letztlich bei dem Thema wirklich Einfluss nehmen? Ist es die Kommune, die Dinge vorgibt? Sind es die Eigenmotivation von den Planern? Also wer muss da im Grunde genommen zusammenkommen, dass man diese Effekte erzielen kann? Also wir haben natürlich, also dieses Forschungsvorhaben wurde mit dem Umweltamt der Stadt Frankfurt initiiert. Also die Kommunen, die Städte haben ein großes Interesse. Berlin, aber auch kleinere Kommunen hier gerade in der Metropolregion rund um den Frankfurter Flughafen gibt es da ein großes Interesse. Aber letztendlich sind es die Bauherren, die Investoren, die Architekten, die man eigentlich dazu gewinnen kann. Es sind natürlich aber auch Fassadenhersteller, die sagen, ja, da gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass ich mit einer neuen Produktlinie eben auch aktiv werden kann, dass ich genau diesen Service mit anbieten kann, dass ich eben eine Fassade in ein Gebäude, in eine Stadt mit integriere, die eben genau diesen Effekt für den Außenraum, für das städtische Miteinander verbessert. Und in Berlin beispielsweise gibt es ja schon Ansätze, dass eben Neubauvorhaben keine zusätzlichen Lärmeintrag in die Stadt verursachen dürfen. Also das sind viele, viele Ansätze, die von ganz unterschiedlichen Seiten kommen. Unser Ansatz ist, dass wir natürlich durch ein ruhigeres Gebäude eben die Lebensqualität und damit eben auch die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Planen im akustischen Sinne verbessern. Das Thema Akustik ist bei Architekten wird stiefmütterlich behandelt und da sind wir natürlich missionarisch unterwegs. Ja, eine Frage noch, und zwar das Thema gebäudeintegrierte Photovoltaik und auch an den Fassaden ist ein wichtiges Thema, auch um die Energiewende hinzukriegen oder die Emissionswende hinzukriegen. Inwiefern steht das in Konkurrenz zu dem, was Sie da machen? Also funktioniert das miteinander? Wir haben auch schon Studien genau in dieser Kombination gemacht, denn wir arbeiten hier auf rein geometrischer Basis, also nicht mit einem Material, das also einen Absorptionseffekt bringt. Das schaffen wir nur bei Grünfassaden, da haben wir schon sehr, sehr große
positive Effekte erreicht, aber gerade das Thema Photovoltaik in der richtigen Richtung geometrisch aufbereitet, kann natürlich diese Kombination aus Verschattung, solaren Gewinn und Umlenkung bzw. Abstrahlung Lärm von Lärm nach außen, nach oben hin wieder erreichen. Okay, vielen Dank. Noch so als kleinen Impuls, weil Sie gesagt haben, dass Sie da im Grunde genommen sowas wie ein Planungstool auch entwickeln. Wir sind gerade dabei, mit Partnern eine Wissensstiftung zu gründen, wo wir genau einfaches, zugängliches Wissen, das schnell konsumierbar ist und anwendbar ist, auch zur Verfügung stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass was Sie da machen, genau einen richtigen Nerv auch trifft und in einer leichten Aufbereitung da auch funktioniert. Da würden wir Sie im Nachhinein nochmal kontaktieren, ob das was ist, einfach darüber zu sprechen für Sie. Es klingt auf jeden Fall im ersten Fall so. So, dann ganz herzlichen Dank an Sie. Dann kommen wir zu einem Außerkonkurrenzbeitrag, nämlich von der Frau Sophie Hohner von der TU München, die von der Jury einen Sonderpreis bekommen wird für ein studentisches Projekt, nämlich das Projekt Recreate. Hallo, schön, dass Sie da sind. Auch Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Projekt hier an der Stelle nochmal vorzustellen. Also, herzlich willkommen. Ich stelle Ihnen jetzt unser Projekt Recreate vor. Das ist am Standort Regensburg am Tech Campus. Und im Rahmen des interdisziplinären Projekts haben wir dort bei 12 Studierenden unser Gebäude kreiert, sowie das Quartier auch bespielt. Wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich von meinem Team aus 6 Architekten und Ingenieuren der TU München, 4 Bauingenieuren und unseren BIM-Experten der UTH Regensburg und 2 Immobilienwirten der IREPS Regensburg. Durch unsere verschiedenen Hintergründe und Fachdisziplinen konnten wir eben eine gemeinsame Vision entwickeln und haben so unseren urbanen Zukunftsgedanken entwickelt. Unsere Vision basiert vor allem darauf, dass wir endliche Ressourcen haben und wir haben unsere Ressourcen quasi als Mensch und Natur gesehen, die durch den heutigen Zeitwandel, die heutige Wirtschaft einfach überschöpft werden und haben deswegen unsere Vision von Recreate, also Rethink the Future gemacht, wo wir sagen, wir machen einen proaktiven Ansatz, dass wir unsere Ressourcen nicht dauernd überstrapazieren, sondern eben weiterdenken und Soziales, Ökologisches und Ökonomisches gleichwertig betrachten und Ressourcen schonend und sensibel verwenden. Dabei steht zum einen der Mensch eben im Mittelpunkt, der durch zum Beispiel Stress und Leistungsdruck die ganze Zeit gesundheitliche Folgen hat oder einfach vielleicht zum Beispiel Burnout hat. Deswegen haben wir sogenannte Zonen errichtet, die dieses körperliche und geistige Wohlbefinden fördern sollen. Auf ökologischer Ebene haben wir die Natur in den Fokus gerückt und haben gesagt, Ressourcenverknappung und CO2-Belastung etc. sind Sachen, die wir einfach nicht mehr wollen. Deswegen haben wir ein lokales Energie- und Materialkonzept entwickelt. Und auf ökonomischer Ebene sehen wir vor allem Langlebigkeit und Flexibilität im Mittelpunkt. Und das ist für uns besonders wichtig, weil wir eben verschiedene Nutzungen auch dauerhaft standhalten wollen. Zum Menschen im Mittelpunkt, da haben wir einmal individuelle und gesellschaftliche Wohlbefindensmechanismen beobachtet. Diese 5 sind Kontaktpflege, Aktivität, allgemeines Wahrnehmung, Lernen und Hilfsbereitschaft und haben versucht, quasi Zonen zu entwickeln, also die sogenannten Recreation-Flächen, in denen sich Menschen begegnen können, aber auch einfach Menschen, um eben so Stress und Leistungsdruck ein bisschen abzuwerfen. In unserem Gebäude gibt es deswegen 3 sogenannte Zonen oder Volumen, nämlich die Co-Creation, das Creative Living und die Recreation. Die Co-Creation ist die Interdisziplinarität und die Kommunikation zwischen Firmen und der Hochschule, da das sehr nah eben an den angrenzenden Hochschulen liegt. Dort gibt es eben den Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Dann das Creative Living, wo wir flexibel und gemeinsam einen Wohnraum bieten für zum einen Studierenden und zum anderen Mitarbeitern der umliegenden Tech-Firmen. Und zum anderen eben die Recreation-Zonen, die diese 2 Volumen, also diesen langen Riegel sowie den Turm verbinden und Raum für Entspannung, Regeneration und Austausch im Allgemeinen bieten. Wir haben jetzt nun ein paar Innenansichten mitgebracht, nämlich hier zum Beispiel unsere Recreation-Flächen. Die sind zum einen sehr gesellschaftlich, zum Beispiel auf den Dachflächen, wo wir so Sport- und Spielzonen haben. Zum anderen eben aber auch ruhigere Lesezonen oder einfach, wo man bisschen für sich sein kann. Dann haben wir hier unsere Coworking Spaces, die man für sich alleine nutzen kann, wie hier hinten in der Ecke beispielsweise zu sehen, wo man für sich arbeitet oder eben mit anderen Personen austauscht, sowohl wissenschaftlich und wirtschaftlich.
Und wir haben unser Creative Living, wo wir Cluster haben, die jeweils 1,5 geschossig sind, gemeinsame Flächen bieten, also Gemeinschaftsräume, aber eben auch flexibles und privates Personenwohnen in Modulen. Und wir haben dort eben 3 verschiedene Modulvariationen, die durch unser offenes und flexibles Stützenraster möglich sind und dadurch eben auch langfristig vielen verschiedenen Nutzungen offen bleiben. Ja. Zum Gebäude per se gehört natürlich nicht nur das Design und nicht nur der Mensch im Mittelpunkt, sondern eben auch Behaglichkeit per se, dass wir erstens Klimaanpassungen haben, zum anderen eben auch jetzt, also jederzeit es nutzen können. Wir haben deswegen verschiedene Simulationen durchgeführt und dass wir eben durch den Flächenanteil keine Überhitzung haben und auch im Sommer eigentlich unsere Temperaturen konstant unter 26 Grad halten können, dass wir einen ausreichenden Luftwechsel haben durch natürliche Lüftung und dass wir alleine durch Tageslicht auch ständig 500 Lux Beleuchtungsstärke bieten können und dadurch erstens maximales Arbeitspotenzial oder Konzentrationsfähigkeit bieten und zum anderen eben auch künstliche Lichtquellen einsparen können. Für unser Gebäude haben wir vor allem auf Langlebigkeit abgezielt, also dass wir flexibel sind, auch in der während der Nutzung, die jetzt quasi geplant ist, aber auch für die Zukunft und dass die Nutzungsdauer, wie auch vorhin schon im Vortrag genannt wurde, dass die Nutzungsdauern einfach erhöht werden, weil wir viel zu schnell viel zu viel abreißen. Deswegen haben wir eine Konstruktion gewählt, die eine Holz-Beton-Hybridbauweise ist und ein offenes Stützenraster. Und der Grundgedanke von uns war, dass wir eine Art Baukastensystem entwickeln mit leicht vorfertigbaren Elementen, die zum einen schnell zusammengesetzt werden können und zum anderen natürlich auch perfekt rückgebaut werden können und deswegen eben sehr flexibel sind. In Bezug auf die Ressource Natur und den sensiblen Umgang damit haben wir gesagt, dass wir Energie- und Materialquellen nicht nur sparsam einsetzen wollen, sondern eben auch lokal. Dadurch sparen wir CO2-Emissionen ein. Und zum anderen bieten wir eben auch der lokalen Wirtschaft ein Potenzial, sich darin zu entfalten. Deswegen ist unser sogenanntes Nachhaltigkeitskonzept Think Global, Act Local. Und wir haben quasi die lokalen Potenziale, die es gibt, angewandt und in unserem Gebäude verwirklicht. Wir haben heimische Materialien verwendet, unter anderem Holz, Kalk, Beton, also Beton, weil es viele Betonwerke dort gibt, oder auch Lehm. Und auch unser Energiekonzept sieht quasi vor, dass wir Wärme aus der Erde verwenden, dann also Wärme aus der Erde, Strom aus der Sonne und Trinkwasserwärme durch ein BHKW mit Holz. Durch die geeigneten Dämmmaßnahmen, also die U-Werte, die wir gewählt haben und die optimalen Verglasungsanteile, haben wir es geschafft, dass wir einen Passivhausstandard erzielen und können somit auch mit einem sehr geringen technischen Aufwand dazu beitragen, dass wir sehr wenig Heizwärmebedarf im Winter haben und auch einen relativ geringen Kühlbedarf im Sommer. Während unserer Entscheidungsfindung haben wir auch einen Variantenvergleich gemacht, dass wir quasi immer so eine leichte oder eine einfache Lebenszyklusanalyse haben nebenher laufen lassen, die uns geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen. Beispielsweise bei unserer Bauweise haben wir gesagt, okay, können wir nur einen Holzbau machen? Das ist schwierig bei der Gebäudehöhe und den Anforderungen, die wir hatten, weil wir haben eine Gebäudeklasse 5. Deswegen haben wir uns für eine Holz-Beton-Hybrid-Bauweise entschieden, weil die in Betracht auf die Umwelteinwirkungen viel besser war. Oder auch zum Beispiel unsere Photovoltaikanlage auf dem Dach, die zum Beispiel nach 30 Jahren ersetzt werden muss, ist immer noch ökologischer, als beispielsweise nur Strommix zu beziehen. Jetzt vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Wir sind der Meinung, dass Recreate ein nachhaltiger Ansatz ist, der eine stabile Zukunft sichern kann und dass allgemein Gebäude so geplant werden sollten, dass nicht nur der Profit im Mittelpunkt steht, sondern eben auch unsere Ressourcen, Mensch und Natur. Und dass wir vielleicht einen Schritt dazu beitragen können, dass immer alle 3 Ebenen betrachtet werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für die Präsentation. Es sind ja ganz, ganz viele Sichtweisen, Thesen, Kriterien, die die DGNB mit ihrer Zertifizierung anspricht. Inwiefern ist das für euch auch ein Thema gewesen? Inwiefern habt ihr euch da vorher mit auseinandergesetzt?
In unserem Studium sind Zertifizierungssysteme allgemein schon haben eine große Rolle, deswegen hatten wir das immer im Hinterkopf. Also wir haben nicht auf eine Zertifizierung also wir hatten es nicht im Kopf die ganze Zeit und gesagt, wir möchten gerne eine Zertifizierung für unser Gebäude. Aber wir haben uns schon eben viel damit befasst und wussten, okay, was ist wichtig? Also wie viel Draußenflächen gibt es? Was ist die Rückstrahlung? Wie viele Bäume muss es geben? Also so ein bisschen, wie ist der Reinigungsaufwand beispielsweise auch? Also so, dass es so schon ein bisschen vielleicht zertifiziert werden könnte, also weil wir das eben so gelernt haben. Okay, und man merkt das ja gerade an vielen Stellen, dass da so auch bei Studierenden, bei jungen Leuten, da gibt es ja Architects for Future, das jetzt vielleicht nicht perfekt organisiert ist, aber es treibt ja offensichtlich viele Studierende auch um, dass wie aktuell dort geplant und gebaut wird, nicht so ganz richtig ist. Inwiefern ist das auch für euch ein wichtiges Thema gewesen, dass ihr sagt, ihr wollt damit auch mal ein Statement setzen? Wir haben halt vor allem durch unser interdisziplinäres Team haben wir gemerkt, dass wir alle ganz verschiedene Herangehensweisen haben. Also beispielsweise unsere Bauingenieure von der UTH waren so, ja, wir bauen alles aus Beton, weil das ist super und das ist leicht zu rechnen. Und dann waren, ich sage jetzt mal, unsere Architekten waren total so, wow, es muss alles aus Lehm sein, weil Lehm ist super nachhaltig und es ist tolles Baumaterial. Und wir haben halt gemerkt, dass egal von welchem Hintergrund man kommt, dass man immer eine andere Vorstellung hat. Und wir wollten es eben kombinieren, weil wir merken, dass wenn man alleine im Ingenieurbüro arbeitet, dass man immer in eine ähnliche Richtung zielt, also alle. Und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal anders. Wir kombinieren alles, was wir wissen und versuchen eben zu sagen, hallo, macht das mal anders. Also, dass jeder sich das auch überlegt bei allgemeinen Projekten oder also so ein bisschen Denkanstoß auch, dass es eben möglich ist, alles zu kombinieren und dass man nicht nur in eine Richtung geht. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort, das so ein bisschen das zusammenfasst, auch das, was wir als DGMB ja vorhaben, immer wieder erleben und machen, was ich jetzt erst aus der Kommunikation komme, jetzt seit 5,5 Jahren, das macht immer wieder erlebt, dass das wirklich Wichtige ist, dass Räume geschaffen werden, wo Menschen sich miteinander austauschen, die eigentlich mit einem eigenen Blick auf ein gemeinsames Ziel, aufs Thema Nachhaltigkeit schauen und dann aber plötzlich merken, dass es noch andere Perspektiven gibt und nur über den Dialog, über den Austausch kommt man dann eigentlich zu den wirklich guten, innovativen Lösungen. Insofern auch eine tolle Klammer hier für die Veranstaltung, weil ich glaube auch die ganzen Finalisten in allen Kategorien, die wir haben genau das gezeigt. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Motivationen, an das Thema ranzugehen, das Thema auch breit zu sehen und dass ihr das in dem studentischen Projekt geschafft habt. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ihr seid auch nicht mehr in dem Wettbewerb. Insofern seid ihr herzlich eingeladen, eben am 21. September nach Stuttgart zu kommen und da auch noch ins Netzwerk einzutauchen und euch entsprechend da vorzustellen. Würde ich die Finalisten noch mal einmal bitten, ihre Kamera anzuschalten, dass wir miteinander dort noch die Live-Abfrage machen, wer denn in der Kategorie Forschung bei Ihnen vorne liegt. Also, Achtung, los geht's. So, also, ich schließe die Umfrage und Spannung. In der Kategorie hatte oder hat gewonnen das Projekt RI4. Bei den anderen beiden sind fast gleich auf das Projekt aus Frankfurt und das Projekt aus Braunschweig. Insofern auch da das Gleiche, was wir vorhin schon besprochen haben. Das zeigt einfach, dass all diese Aspekte, die wir zusammen haben, einfach Vertreter hat, die das wichtig finden, die das richtig finden. Den kompletten, breiten, ganzheitlichen Ansatz, wo man natürlich auch über andere Mittel redet, wenn da 13 Forschungspartner zusammenkommen und diesen Ansatz fahren und dann teilweise ein bisschen die Vergleichbarkeit untereinander so ein bisschen schwierig ist in der Kategorie Forschung. Das hatten wir im letzten Jahr auch. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Glückwunsch, Frau Klinge, für diese spontanen Gewinn hier. Und ansonsten an alle der Aufruf, bewerben Sie es bei sich in den Netzwerken auf der Website, wo auch die Abstimmung möglich ist. Gibt es auch nochmal Kurzvideos, also nicht nur den Mitschnitt von heute, sondern Kurzvideos mit allen Finalisten, ein bisschen mehr Informationen. Nutzen Sie das, reagieren Sie in Kontakt mit den ganzen Finalisten und für die es möglich ist, kommen Sie im September nach Stuttgart, so gut es eben möglich ist mit den Hygienemöglichkeiten dort und treten Sie in den direkten Austausch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die heute dabei waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, das im Hintergrund alles gemanagt hat, dass es alles so funktioniert. Federführend die Angelina Wenzel. Ganz herzlichen Dank, dass es so gut geklappt hat. Und allen weiteren wünsche ich einen wunderschönen Tag und bis bald.